Moin Moin und herzlich willkommen zum Zockerpansen. Ich bin der Lars. Wir spielen heute wieder ein Röntchen GTA 5 Rollenspiel. Heute ist St. Patrick's Day. Happy St. Paddy's Day to you all. Ich hoffe, ihr habt euer Bierchen. Ich habe meins. Mache ich mir gleich mal auf. So. Dann schauen wir gleich mal, was der Slick heute alles anstellen kann. Ich hoffe, dass die kleine Verabredung von gestern zustande kommt. Mit Hannah und Riley. Und dass wir vielleicht einen kleinen Anprobetag in meinem Hotelzimmer machen für die Bikinis, die ich da noch rumliegen habe. Kontext, falls ihr nicht wisst, worum es geht. Tag 3. Nee, Tag 4. Tag 3 auf YouTube, Tag 4 hier, Tag 5. Ich weiß es nicht. Man kann das nicht mehr so richtig unterscheiden. Gestern hatten wir nach langer Zeit wieder einen Tag, wo wir so richtig schön spielen konnten, ohne großen Serverstress. Das war richtig nice. Ich hoffe, das bleibt heute so. Sieht ein bisschen so aus. Drückt die Daumen, als wäre DDoS soweit überstanden. Also das DDoS-Chaos. Ich muss hier nebenher aufs Handy gucken. So. So. Was ist hier noch so los? Ich lade gerade noch was runter. Ich muss gerade noch mal ein paar Ressourcen runterladen. Hier vom Server. Da wurde heute wieder irgendwas geupdatet. Da gab es kurzzeitig wohl auch mal ein bisschen Schwierigkeiten mit den Telefonen. So, aber ihr hörtet gerade eben schon im Hintergrund das sanfte Getröte von Los Santos. Ich muss mal hier das beiseite und das so und dann sehe ich auch. Gut. Ah ja, jetzt geht das Dashboard live. Feini fein. Wir haben noch ungefähr 200 Megabyte, die wir runterladen müssen. Die Zeit haben wir noch. So. Mal gucken, wie viel Kohle ich gestern erspielt habe. Wie viel Sozialhilfe ich gekriegt habe. Mal gucken, ob ich damit ein bisschen weiterkomme, ob ich meine Miete gezahlt kriege. Das wäre schön, wenn ich dieses olle Hotel mal abbezahlt bekäme. Und mir wurden ja gestern quasi mehrfach von Ladies angeboten, bei ihnen Couch zu surfen. Vielleicht ist das einfach the way, um dann doch mal die Kohle für den Hut zusammenzukriegen. So, da ist der gute Slick. Wie wir sehen, es wurden einige Klamotten entfernt aus dem Spiel, wegen dem Split der Lucky Five Gruppe. Aber meine schrottigen Klamotten sind nicht dabei. Gucken wir mal in den Schrank, ob da irgendwas verschwunden ist. Nö. Sieht gut aus. Ich habe noch Essen, ich habe Asia-Röllchen, ich habe Wasser. Ich muss nicht verhungern. Das ist doch mal sehr schön. Ich habe aber auch nur 50 Cents. Mann, das Fahrrad liegt hier immer noch. Jeden Tag derselbe Scheiß. Wem gehört denn das? Hallo Anna, du lurkst, du alter Lurk. Ei, was fein. Gehen wir mal kurz zum Geldautomaten und schauen uns mal die finanzielle Situation. Halt! Wir könnten das vielleicht erst einmal an der Tür klären, wie viel Miete wir noch bezahlen müssen. Ding, ding. Das Ding hat eine Klingel. Wie geil. Ich will auch eins. So, nochmal gucken. Zimmer 11. Bin ich hier gerade rausgeflogen aus meiner... Das ist doch... Warte mal. Ja, mein Mietverhältnis wurde gerade aufgelöst. Wie scheiße ist das denn? Ich habe doch Geld auf dem Konto gehabt. Oder nicht? Oder kann man sich nur 3 Tage Mietrückstand erlauben? Nein! Jetzt habe ich alles verloren. Mein ganzes Zeug, was da drin war.
Nochmal mieten kann ich das nicht. Die haben mich rausgeschmissen. Der Vermieter hat mich rausgeschmissen. Und mein ganzes Zeug ist weg. Das ist richtig kacke. Ja, passt zu Slick, ne? Muss ich zusehen, dass ich heute irgendwo unterkomme. Mal gucken, hat mich irgendjemand angeschrieben? Erstmal hier den Flugmodus ausmachen. Telefon geht gerade nicht. Sowas Dummes. Dean hat mich heute angerufen. Ich kann es probieren, aber da wird niemand rangehen. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, hi Dean. Na, du hast mich angerufen. Cool. Richtig. Wollte mal fragen, was da so geht. Schau was vor. Naja. Ich hatte eigentlich heute was richtig Feines vor, aber das wurde mir gerade geknickt. Naja, ich hatte hier in meinem Hotelzimmer hatte ich noch schicke Klamotten gefunden für Frauen und naja, die Mädels hatten gesagt, die kommen vorbei und machen so ein bisschen hier Probe anziehen und so und schauen, ob da was für sie dabei ist. Ja, jetzt heute Nachmittag hat mich mein Vermieter aus der Wohnung gekickt. Ich war wohl zu lange im Rückstand. Dabei hatte ich die Kohle. Hast du denn dein Konto da hier, den Dauerauftrag eingestellt? Ja, aber da war nicht gedeckt. Ich hatte das nicht mehr geschafft. Mein Sozialgeld nicht mehr rechtzeitig gekriegt. Das ist scheiße. Das ist echt scheiße. Sonst, wenn du eine Bleibe brauchst, ich glaube, bei mir in der Ecke ist noch eine Wohnung frei. Ich habe da letztens mal rumgeguckt. Ja, das sagen alle, aber ich habe halt leider auch überhaupt keine Kohle jetzt, um noch eine Kaution zu bezahlen. Ich werde wohl ein paar Tage Couchsurfen müssen. Ja, sonst? Oh, ich muss mal kurz weg. Ja, tut mir leid. Und da segelt der Server ab im hohen Bogen. Also, ich habe ja die $110 gekriegt. Zusammen mit den 30, die auf dem Mietkonto waren, hätte das gereicht. Aber offensichtlich kann man wohl nur 3 Mieten im Rückstand bleiben oder 3 Tage, wie auch immer. Das war jetzt wohl dann um 12 eine Miete zu viel. So, und jetzt ist meine Wohnung weg und mein ganzes Zeug weg. Es ärgert mich. Jetzt haben sie die Kaution genommen, was meinst du? Nochmal einloggen hier. Ach so, ja, als ich mich das letzte Mal im Hotel eingemietet habe, habe ich auch schon die 90 Dollar Kaution bezahlt. Gut, dann wissen wir, was jetzt passiert, wenn man zu viele Mietrückstände hat, ne? Man fliegt. Aber immerhin musste ich jetzt die $90 nicht zahlen. Also, schade, dass ich alles in den Schrank gepackt habe. Echt schade. Lad gerade das Spiel neu. Richtig, das ist das, was da gerade stand. Ich brauche 90 Kaution und eine Miete. Und das könnte ich jetzt bezahlen, aber dann hätte ich wieder nur 20 auf Tasche. Also werde ich jetzt einfach zusehen, dass ich immer irgendwo in irgendeiner Wohnung unterkomme, Couchsurfen. Und einfach mal gucken, ob ich es vielleicht schaffe, ein bisschen Geld anzuhäufen. Weil morgen werde ich sowieso nicht spielen können. Und ob das Freitag oder Samstag oder Sonntag was, weiß ich nicht. Also es macht dann auf jeden Fall Sinn, mal ein paar Tage nicht $30 pro Abend zu zahlen. Das geht schon. Der Server kommt schon wieder hoch. Das war ein Timeout, ne? Das heißt, jetzt geht der DDoS-Scheiß wieder los. Ich finde es auch blöd, dass man nicht einfach im Alt-V dann wieder sofort einloggen kann, sondern dass man alles schließen muss. Vielleicht mache ich da was falsch. 2, 6, 4, 7, 9, 9, 8. Da passt was nicht. Achso, ja, mit dem Twitch-Passwort wird das nichts. 6, 3, 5, 3. So.
Ich muss auch gleich zusehen, dass ich mal den Mausbutton umbelege. Ich will nicht ständig Leuten ins Gesicht hauen. Ja, da sind wir wieder. Schnell mal eine Geldentscheidung treffen. Ich hab. Auf Tasche habe ich 50 Cent. Ich muss also irgendwie Geld abheben. Machen wir mal. Heute ist St. Paddy's Day. Machen wir mal einen Fuffi. So, Kontoauswahl. Und ein bisschen was aufs Mietkonto raufpacken. Man kann ja immer mal was einzahlen. Ja, kann man ja immer mal hin und wieder mal machen. So, dann nehmen wir hier aber nochmal einen Zehner ab. So, das habe ich. Oh, gut. Weißt du Bescheid. Gut, probieren wir es gleich nochmal. Hallo? Ja, hi Dean. Sorry, da war gerade was mit dem Telefon. Kannst du mich hören? Du mich? Hallo Dean, weil mein Telefon spinnt total heute. Ja, ist heute schon den ganzen Tag so. Irgendwie haben die Netzstörungen oder so. Ich weiß auch nicht. Die Stadt ist einfach zu voll. Ich sag's dir. Was hast du denn vor? Jetzt laufe ich hier so ein bisschen rum. Ich habe gerade mal beim Ellis vorbeigeschaut, da ist ein bisschen was los. Ja, Kollege, heute ist St. Paddy's Day. Ja, deswegen. Aber die haben ja leider die Party abgesagt. Ja, aber antrinken kann man ja theoretisch trotzdem. Ja, das geht auf jeden Fall. Nein, ich habe ja noch ein paar Sachen hier von meinem Vormieter, die könntest du dir eigentlich auch mal anschauen. Ja, aber ich kann für nichts bezahlen. Ach, alles gut, habe ich auch vom Vormieter. Dafür nehme ich dann kein Geld. Ja, cool. Ist das deine Wohnung da irgendwo in der Nähe? Ja, genau. Es sind zwei Straßen weiter. Starlight heißt das. Starlight. Ja, dann würde ich mich gleich mal so in Richtung Ellis aufmachen. Alles klar. Dann sag einfach Bescheid, wenn du da bist, dann komme ich eben vorbei. Ja, alles klar. Mache ich. Cool. Dann bis gleich. Dann bis gleich. Alles klar. Tschö. Erstmal ein Käffchen. Moin Moin! Guten Abend. Guten Abend, der Herr. Hey, welcher von euch beiden ist der Kaffeewagen? Ich heute. Ja, dann gib mir noch mal so einen schönen schwarzen. Gerne. Danke dir. Komm sofort. Was bekommst du denn dafür? Wieder mal $4. $4, jawohl. Dann machen wir diesmal, machen wir das direkt mal so, ne? Bitteschön. Dankeschön. Kann ich mich direkt entscheiden, bei wem ich was trinke und bei wem ich was esse? Freut mich. So, der Herr. Alles klar. Einmal der Kaffee. Dankeschön. Oh, der duftet fantastisch. Vielen Dank, Jungs. Gerne. Habt noch einen schönen Tag. Schönen Abend wünsche ich Ihnen. Na, erstmal einen Schluck trinken. Lecker. Entschuldigung. Bist du ja auch Taxifahrerin? Ja, dann nicht. Er ist geschrieben, jetzt werde ich angerufen. Hallo, Herr Hey Jungs. Na, Vent. Ja. Ihr fahrt die Taxen hier, ja? Richtig. Okay. Wir können werfen. Ich bräuchte mal eine kurze Strecke zum Ellis.
Ja, klar, kriegen wir hin. Schmeiß rein. Super. Welcher? Der hier? Einfach auch zum Erdis. Aber das ist mein Auto, raus da! Seiner? Was? Was schreit er denn so? Gut, wir nehmen das andere. Mann, Mann, Mann. aus Versehen den falschen... Ja, er hat recht. Jetzt okay. Passt das aber, ja? Ja, jetzt. Ich musste nur gerade kurz gucken. Wir haben halt immer am Anfang der Schicht haben wir halt immer unsere Taxen, die wir dann halt mitnehmen. Und da müssen wir dann halt drauf, ein bisschen drauf achten, damit die halt auch die richtigen Kilometer Meilensteine und so haben. Ah, so. Bürokratie. Und genau. Deswegen, ich glaube, hab gerade aus Versehen sein Taxi genommen. Ja, macht aber ganz schön Stress, der Junge. Ja. Muss. Ne? Wie ist denn das Geschäft heute? Viel los? Es geht tatsächlich. Warten Sie kurz. Hi, von Downtown Cab, Taxi und Limousinen Service. Wie kann ich helfen? Mr. Kreider, vielen Dank für den Follow. Schön, dass du da bist. Okay, ich glaube, ich weiß ein bisschen. Das ist so eine, ich weiß nicht, Probank oder wie auch immer die heißt. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Alles klar. Schicke ich Ihnen jemanden vorbei. Jo, ciao, ciao. Ja, also jetzt gerade nimmt es ein bisschen an Fahrt auf. Davor ging's. Naja, ich hatte mich ja gestern so gefreut. Beim Ellis war ja eine dicke Sause angekündigt. Nick, kannst du einen bei dem Geldautomaten, was ist gegenüber von dem großen Pier in Vespucci, abholen? Dank dir. Wir hören uns. Tschö. Ja, glaube ich. Also wie gesagt, ich glaube, bei Ellis ist trotzdem jetzt halt hier was los. Es geht halt nur darum, dass halt dieses große Straßenfest halt abgesagt wurde. Was trotzdem schade ist, aber ja. Ja, naja, ein Bierchen trinken kann man ja trotzdem. Ich wollte gerade sagen. Was kriegst du denn? $8 wären das einmal. Alles klar, kleinen Moment. Ich kram mal kurz in der Brieftasche. Mhm. Da, bitteschön. Danke Ihnen, einen schönen Abend und schönen St. Patrick's Day. Ja, gleichfalls. Schönen St. Patrick's. Bye. Ich setze mich mal kurz auf die Bank. Ich möchte nämlich einmal ganz kurz in den Einstellungen was machen. Ich möchte nicht ständig Leuten ins Gesicht hauen. Vielleicht kann man da in den Einstellungen was arrangieren. Tastaturbelegung. Ja, ich kann Änderungen vornehmen. Das ist gut. Wir suchen Maus 1. Waffe abfeuern. Der hier. Das wollen wir jetzt auf... Das wollen wir jetzt auf Enter. Da. Hoffentlich bleibt das auch so. Mal gucken. Einmal wieder aufstehen. So, jetzt haue ich niemandem mehr auf die Fresse, wenn ich den Mausbutton drücke. Und die normale Enter-Taste ist auch safe. Also, alles gut. Wow. Ja, das geht ja gut los. Du hast aber ein hübsches Oberteil. Ja, ne? Entschuldigung, Ladies, darf ich mal durch? Oh, nee, nee, wenn Sie so fragen, dann nicht. Oh. Ja, stimmt ja. Ich hätte was Grünes anziehen sollen. Vielleicht hat der Dean noch was. Ich klingel mal durch. So. Ja. Aber wir sind doch gerade erst hierher gekommen. Oh. Hör ich Julie? Salut, Slick. Hallo. Du bist auch immer hier, oder? Ich bin, naja, manchmal, ne? Ja, Gast. Entschuldigung, störe ich halt? No. Ja, würde ich auch sagen. Ich wollte gerade mal den Dean anrufen. Der hatte gefragt, was ich so anstelle. Er kommt vielleicht gleich auch noch rum. Okay.
Ja, wahrscheinlich. Ja, ich mach das mal. Bis gleich. Ui. So. Dean, mein Mann, ich bin jetzt beim Ellis. Alles klar, dann komm ich mal eben hoch. Alles klar, bis gleich. Bis gleich. Salü. Okay, hi. Hallo. Okay, Akkumpreis. Julie. Freut mich. Bier oder kein Bier? Ja, und du machst auch die Ausbildung bei dem Busunternehmen? Lass ich mal an. Gibt's hier um die Ecke eigentlich auch einen Geldautomaten? Ich glaube, ja, da ist einer. Ist er doch, oder? Den Hut kenne ich doch. Hey Dean, lang nicht gesehen. Schick siehst du aus. Danke. Gleich ganz neu eingekleidet. Ja, ich dachte mir einmal ein bisschen raus aus den alten Klamotten. Ja, steht dir gut. Fehlt nur ein Hut. Ja, weiß nicht, ob ich so der Huttyp bin. Ah, doch, du bist ein Huttyp. Stell dein Licht mal nicht unter den Scheffel, da passt immer noch ein Hut drauf. Ja, die Julie ist auch da drüben, habe ich gerade gesehen. Ah, okay. Also eventuell kommen hier nachher noch einige. Hm. Aber ich du... Ich habe eine Idee. Ha? Ich würde dir ein bisschen unter die Arme greifen können. Okay. Ich dir. Erzähl. Die Sachen, die ich da vom Vormieter habe, da ist ein bisschen Klunker bei, so eine Halskette, ein Ohrring. Klunker? Ob das was für dich ist. Und wenn nicht, dann kannst du das vielleicht zu Geld machen. Hier ein paar Leute fragen, ob sie das haben wollen. Aber für mich ist das ehrlich gesagt auch nichts. Ja, willst du das nicht verkaufen? Ach, nee. Also Dean, wenn du das Zeug loswerden willst, bevor es dir ein Loch in die Tasche brennt, nehme ich es gern. Komm mal mit, dann ist noch mein Apartment, dann schaust du erstmal an. Ja, klar, cool. Danke dir. Einmal die Straße runter. Ich glaube, ich weiß, wo du wohnst. Ich bin schon dran vorbeimarschiert an den Komplex. Das ist nicht die schönste Ecke, aber für den Anfang reicht es. Was? Das ist Los Santos. Hier ist jede Ecke schön. Ja. So kann man es natürlich aussehen. Ja. Mann, ey, ich habe ein Pech. Jetzt haben sie mir schon wieder alles weggenommen. Das ist unglaublich. Ich komme hier gar nicht auf den grünen Zweig. Nicht so viel Geld mitgenommen aus Boston? Naja, ein bisschen was hatte ich schon, aber das war ja in dem anderen Koffer, ne? Du erinnerst dich? Ach ja. Es ist alles kompliziert. Wird schon, wird schon. Ich falle immer auf die Füße, wie Marmeladenbrot. Hier, ne? Ah, genau, hier gleich rein. Ist doch schick. Vielleicht mal den Müll ein paar Mal häufiger abholen, aber sonst nicht. Na, es geht. Es ist witzig. Da die Tür. Ist witzig, was die Leute alles in ihren Hotels lassen. Ja, das dachte ich mir auch, als ich das in einer Sozialwohnung habe ich das gefunden. Ich schließe mal eben auf. So, ist offen. Alles klar. Hey! Wow! Mit Teppich und allem! Ja, was da noch davon übrig ist. Das ist ja geil! Oh, ich würde die Kerze ausmachen, das ist gefährlich. Da ist mir schon mal was abgefackelt. Oh, echt? Ja. Dann würde ich das vielleicht mal wieder machen. Oh, das ist ja cool, Mann! Ist ja geil! Auch alles voll eingerichtet, ne? Ja, das habe ich so übernommen. Das ist ein Mietpreis quasi mit drin. Das ist so eine möblisierte Wohnung. Was hast du bezahlt, Kaution? 120. 100, was geht denn noch? Für mein Hotel hatte ich 90 abgedrückt. Ja, deswegen. Ich dachte mir auch so, Hotels, ne, auf Dauer auch nicht so günstig.
Lieber irgendwie so eine Einzimmerwohnung, Zweizimmerwohnung. Ja, ist mehr was von. Dein eigenes Schloss, ey. Guck mal hier, sogar zwei Couches und ein Sessel. Da kannst du noch ein paar Ladies unterbringen. Ja, muss ich noch ein paar finden, aber theoretisch hast du recht. Ja, das organisieren wir heute noch. Ist doch St. Paddy's Day. Ja, eigentlich sollten die den Iren doch jetzt zu Füßen liegen. Ja, klar. Ich werde nachher nochmal Hannah anrufen. Und Hannah und Riley. Mal gucken. Ja. Vielleicht kriegen wir ja die große Gruppe zusammen. Ja, Riley schuldet mir noch ein Bier. Stimmt. Ei, Telefon ist heute irgendwie komisch, voll vermurkst. Es ist schon besser geworden. Du hättest heute Mittag mal probieren müssen, da ging echt gar nichts. Ja, da habe ich noch geschlafen, das war vielleicht besser so. Ja. Nimmst du mich übel, ich schreibe mal kurz Hannah, ja? Ja, klar. Kein Stress, nicht auf Flucht. So. Mal gucken, was da kommt. Ja, zeig doch mal her, die Klunker. Was hast du denn da? Ja. Mit dem Schlafzimmer ganz unten im Schrank. Muss ich mal schauen, was da alles ist. Oh, an der Schwelle endet der Geschmack. Ganz unten im Schrank, sagst du? Genau, ja, das ist so ein Ohrring, Halskette, eine Uhr. Ein paar Kleidungsstücke, die mir irgendwie nicht so gefallen. Aha. Nee, ich sehe nur deine. Ganz unten im Schrank. Ach, gar nicht. Oh, der, ja, sagtest du ja. Gold-Himbeerkette. Ja. Das ist, glaube ich, Ohrenstöpsel. Und was soll ich? Ich weiß nicht mal, was das ist. Oh, das ist immer eine schicke Uhr. Und, ich hab mir auch eine. Und eine Sonnenbrille. Beide eine Sozialwohnung. Hm. Ich hab mir auch direkt mal eine umgelegt. Ja, aber Mensch, die kriegst du auch vertickt. Hast, ja, kann ich auch jemandem helfen. Ja, stimmt. Ist ja auch ein bisschen Arbeit, ne? Dann rumfragen, ja, und so. Bin ich so für den Verkauf geboren. Naja, wenn du. Wenn es dir nichts ausmacht, dann nehme ich dir die ab. Ja, nimm dir ruhig und vielleicht dann kannst du dir heute Abend wieder ein Hotel leisten oder hier eine Wohnung um Ecke. Ja, das wäre auf jeden Fall richtig gut. Also, ich nehme mal die Kette hier, ja, und dann die Ohrenstecker und die Uhr, okay? Ja. Oder was mit der Sonnenbrille da? Wolltest du die nicht mehr? Achso, ja, davon habe ich auch zwei. Davon kannst du auch eine nehmen. Ja, ich glaube, ich bin nicht so der Sonnenbrillentyp. Den lass ich dir mal da. Ja, cool, danke, Mann. Das ist richtig, richtig kollegial von dir. Warte mal. Bevor es vergammelt hier. Ja, das stimmt. Da ziehe ich mal aus und meinen Nachmieter freut hier rüber. Das kann ich auch nicht verantworten. Nee, so wie sich mein Nachmieter jetzt freut, weil, oh, ich habe da zwei richtig hübsche Bikinis noch gehabt. Die wollte ich eigentlich den Mädels heute anbieten. Die hatten schon gesagt, die kommen vorbei und probieren das dann alles an und so. Da habe ich mich total drauf gefreut. Hätte nicht sollen sein. Schade das. Ja, darf ich dich auf ein Bierchen einladen? Ah, gerne. Dann würde ich sagen. Ja. Wieder mal Jacke an. Alles klar. Aber deine Butze ist klasse. Ja, danke. Aber die Filme? Brauchst, nee. Ich hab noch Asia-Röllchen. Ah. Also die Filme hast du aber nicht gesehen, oder? Die hier an der Wand hängen? Ja, das sind alles noch die Poster vom Vormieter. Dachte mir einfach, bevor ich eigen habe, lass ich es einfach mal hängen. Das ist so Europa-Zeug, da kann ich nichts mit anfangen. Brauch ich, weiß ich nicht. Ich steh nicht so auf diesen Romantik-Kram. Bin jetzt auch nicht so ein Fan von, aber naja. Bevor man hier irgendwie einen Schimmel an der Wende sieht. Das stimmt. Alles klar, wollen wir mal. Jo. Ja, wie cool. Mitleidsschmuck. Mein Lieblingsschmuck. Warst du denn öfter im Alice die Tage? Ich habe immer wieder vorbeigeschaut, aber ich war jetzt die Tage auch nicht so lange unterwegs immer. Deswegen drin war ich tatsächlich noch gar nicht. Noch gar nicht? Ja, das müssen wir ändern. Ich meine, du wohnst ja direkt um die Ecke. Ja. Du, als ich gesehen habe, dass hier Wohnungen zu vermieten sind. Lebst du? Meine Ecke hier. Lebst du denn auch von Stütze oder hast du dir was gesucht? Ja, leider schon. Was hast du dir denn gesucht? Ich hab mal geguckt, was da so
im Internet angeboten wird, so an Stellenausschreibungen. Für die meisten Sachen brauchst du halt leider echt einen Führerschein oder sowas. Ja, das stimmt. Hier, Hugo hat sich auch schon einen besorgt. Kennst du Hugo? Ja, Hugo kenne ich nicht. Doch, ich glaube, den hast du auch kennengelernt. Erinnerst du dich nur nicht mehr. Wir sind zeitgleich eingereist. Der hat einen Führerschein gemacht. Aber das kostet richtig Kohle. Oh. Warte mal ganz kurz. Von denen, die noch später beim DOL waren? Ja, ich habe ihn, glaube ich, aber erst am nächsten Tag getroffen. Es war letzte Woche irgendwann. Sollen wir mal gucken, vielleicht sehen wir den heute Abend noch. Ja. Warte mal kurz, die Hanna hat geschrieben. Ich muss mal kurz lesen, warte mal. Also, sie muss noch ein paar Arbeiten erledigen, hat erst 21 Uhr Feierabend. Riley hat abgesagt, Modenschau. Ich würde sie gern verschieben wollen, Riley auch Zeit, aber wir können uns gerne irgendwo treffen und was unternehmen. Gut, ich schreibe der Hanna mal eben. Ja, also das mit der Modenschau. Da ist leider was dazwischen gekommen. Punkt. Kann ich dir ja bei einem Bierchen im Ellis erzählen. Dean ist auch da. Alles klar. Gut. Entschuldige. Lass mal los. Oh, hast du irgendwas Grünes an? Leider nicht. Ich wollte mir eigentlich was besorgen, aber ich habe nichts Passendes gefunden. Ja, ich habe leider auch nichts. Auf deine bin Kosten. Dabei. Okay, bin dabei. Die Schlange ja. Vor dem Laden. So. Schade, dass ihr den nicht grün gefärbt habt heute. Nabend. Ich bestelle mal für uns beide. Na, willst du ein Bierchen? Ach ja, gerne. Ja, cool. Naja. Hallo, schöne Frau. Hallöchen, was kann man dir Gutes tun? Ich hätte gern zwei Bierchen für mich und meinen Kumpel. Alles klarchen. Ja, danke. Was bekommst du? $20 dann bitte. So. Stimmt, habe ich vergessen. Ist ja ein bisschen sehr, sehr gutes Bier. Bitteschön. Super, danke. Lasst euch schmecken. Ja, danke dir. Gerne. So, wollen wir uns draußen hinstellen? Das ist irgendwie bequemer. Oder willst du die Aussicht genießen, weil du noch nicht hier drin warst? Ach ja, ich meine, so groß ist es ja auch nicht. Ich glaube, ich habe schon alles hier gesehen. Können wir gerne rausgehen. Ja, dann lass mal rausstellen. Ja, allgemein, oh, glaube ich. Einmal hier um die Ecke, würde ich sagen. Ich finde eigentlich so ein Roller auch ganz cool. Das ist unsere Laterne, da stehen wir irgendwie immer. Ja, okay. So, warte mal. Ich bin da nicht so gut drin, aber ich versuche die mal aufzumachen. Also so mit zwei Flaschen, weißt du? Ne. Nee, das klappt nicht. Hier, probier du mal. Moment. Ah ja, okay. Ah, super. Ja, das lerne ich irgendwie nicht mehr auf meine alten Tage. Mensch, ja. Dean, Prösterchen, freut mich. Ja, vorigen St. Patrick's Day. Ja, sie auch. Und ich müsste heute ganz alleine trinken. Nee, es findet sich immer jemand. Ja, das stimmt. So, die Hanna hat geantwortet. Ich guck mal kurz. Oh. Ja, geil, die kommt gleich vorbei. Sehr schön. Ja, dann wird's hier voller. Das ist doch schön. Hm. Okay, vielleicht noch die Hanna? Hast du noch Ladies, die du einladen könntest? Ich hab, glaube ich, nur noch die Riley. Na, die hat heute keine Zeit, habe ich gerade gehört. Julie? Julie steht da hinten schon. Ach ja, stimmt ja. Ach, Namen manchmal. Ja, sonst. Ich ping mal Hugo an. Mal gucken. Vielleicht ist er ja da.
Ich habe da eine ganz interessante kennengelernt, ne? Die Hannah, heißt auch Hannah, Hannah Evans. Und die ist, diesen Leichendoktor habe ich mir so abgespeichert. Die macht also, wie heißt das, Gerichtsmedizin, so wie im Fernsehen. Ja, genau. Die ist so richtig schlau. Und kommt aus Kanada, glaube ich. Also auch eine Kühle. Hat aber feuerrote Haare. Das ist aber eine alte Kiste. Mann, sind die laut. Cool. So einen Ofen hätte ich auch gerne. Ich glaube, da musst du ein bisschen sparen. Ja, ich wollte heute schon mal anrufen beim Motorradladen, wie viel denn sowas kostet, aber ja, da war das gerade mit den Netzwerkverbindungen, mit der hier, wie heißt noch, Mobilfunk. Ja, das Netz, ne? Ja. Genervt. Ist schon ätzend. Der hat mich, mein Vermieter, der hat mich ja quasi rausgeklingelt und hat gesagt, hier, Mr. Fingers, Sie haben eine Viertelstunde, um die Wohnung zu verlassen. Ja, stimmt nicht. Er hat geklopft und hat mich rausgezogen. Sonst hätte ich meinen Kram mitnehmen können. Ja, die sind echt knallhart hier. Ja, ist ziemlich ätzend, ja. Okay. Was denn das für ein Ding? Wow. Wahrscheinlich einen größeren Kofferraum als mancher Kleinwagen. Die Bierchen hier kosten $10 das Stück. Ach du Alter. Ja. Knallt schon, merkst du was? Gib mir mal deine Flasche, ich stell die da eben hinten hin. Ja, danke. Ja. Ich park die Flaschen hier mal. Mhm. Ja, mit Live-Musik wird das dann wohl auch nichts mehr. Da hatten die ja, glaube ich, irgendwas geplant. Klang zumindest so. Nicht schade. Ja, hieß wohl irgendwas mit... Oh, oh, halt den Kopf unten, da kommen die Bullen. Irgendwas mit, das Material ist nicht angekommen oder so. Die scheinen mit irgendwas Lieferschwierigkeiten zu haben. Ja, stimmt, wegen diesem großen Fest, das nicht stattfindet, ne? Ja. Aber singen kann man doch trotzdem. Ja, gib mir genug Bier und ich versuch's vielleicht. Ja. Bist du mit diesem Venture-Kram klargekommen? Ja, ich bin da mal die Tage dann vorbeigegangen, als ich eine Runde joggen war und da war tatsächlich jemand da. Da habe ich dann einfach mal freischalten lassen. Ja, ich bin durch die halbe Stadt geeiert, 3-mal. Aber dann hat das auch geklappt. Ja, ich muss das Ding dann auch erstmal wieder finden. Ist ja echt... Also eigentlich ist ja groß, das Gebäude irgendwie doch versteckt. Ja, stimmt, aber die Ecke kenne ich mittlerweile auswendig. Okay. Ich war da bis jetzt noch nicht so häufig. Hand habe ich schon geguckt. Was hast du? Am Strand habe ich mich mal umgeguckt. Oh, da war ich noch gar nicht. Na, heute mit dem Bus hingefahren. Ja, ganz nett. Ihr habt gehört, hier gibt es wohl einen ziemlich schnieken Stripclub. Oh, echt? Ja, ich habe aber vergessen, wie er heißt. Aber die Hannah hat schon gesagt, sie kommt eventuell mit. Das könnte lustig werden. Ja, bei Venture? Gute Frage. Können wir mal gucken. So, wie geht das denn? Erstmal einloggen. Normalerweise muss man da ein paar Sites gucken. Da sind ja eigentlich alle Läden aufgelistet. Musst du dich auch jedes Mal wieder einloggen? Ja, das ist verletzend. Oh, ich habe eine Mail. Oh, nice. Kontaktanfrage. Das könnte ich gewesen sein. Bringt das jedes Mal raus, so ein Mist. So, von der Hannah. Hannah Evans. Und Ryan. So. Habe ich jetzt nichts gefunden, was danach klingt. Was jetzt? Was? Wenn das ein seriöses Unternehmen ist, dann muss das doch hier zu finden sein. Ich schon, aber Strip. Direkt aufs
als Werbung, wird gesagt? Flipclub oder nennen die das anders? Ich weiß es nicht. Vergessen. Vielleicht gibt's da was zu essen und dann. Warte, Moment. Guck ich mal unter Essen. Weiter. Diablo. Irgendwas mit O. Na toll, ein Leichenbestatter, ja, den brauche ich. Was zur Hölle? Lusttropfen. Was ist das denn? Ich glaube, ich will das gar nicht wissen. Das ist auf jeden Fall kein Stripclub. Ah, da habe ich so auch Produktion, okay. Was denn sein? So, Hell House? Nee, da klingelt gar nichts. Da müssen wir nochmal fragen. Müssen wir nochmal nachfragen. Was ist denn hier los? Ah, vielleicht schon jemand einen über den Bus getrunken. Hä? Wir sind da mal weg. Oh, schicke Jacke. Dankeschön. Oh, schade. Wo geht's denn noch hin? Ich muss beim MD noch meinen Erste-Hilfe-Schein abholen. Ach, hey, das haben wir ja. Ach, stimmt, das hat bei dir ja nicht geklappt, ne? Ja, der Drucker war irgendwie kaputt. Ja, dann und dann nach ein paar Minuten ging der anscheinend doch. Keine Ahnung. Dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei. Kommt ihr nachher nochmal rüber? Kommt ihr nochmal her? Ich weiß es nicht. Naja, vielleicht sehen wir uns. Und wenn ihr, keine Ahnung, wenn ihr noch einen drauf machen wollt, klingelt einfach durch. Okay. Viel Erfolg dann, ne? Danke. Bis später. Euch noch viel Spaß. Danke. Tschüss. Tschüss. Ja, das war die Julie, du erinnerst dich? Ja. Hat er schon beim Erste-Hilfe-Kurs? Er hat sich auch schon schick angezogen. Der Einzige, der immer noch mit dem ganzen alten Zeug rumrennt, bin ich. Ja, der Hugo hat sogar zweimal den Kurs gemacht. Also, der hat zwei Scheine gekriegt. Okay. Da haben die sich voll geirrt. Okay. Irgendwie hatte der den gekriegt und dann hat er sich nochmal angestellt und hat ihn nochmal gekriegt. Aber dann hat er leider ein bisschen laut gesabbelt, dann haben sie ihm den wieder abgenommen. Ja, das ist immer noch mit zwei Erste-Hilfe-Kurs-Bescheinigungen. Ja, gar nichts, aber ist lustig. Ja, steht ja leider sein Name drauf, ne? Ja, bei mir ist das Ganze zu teuer. Was kostet das? Führerschein irgendwie 400 Ocken oder so. Irgendwas hat der Busfahrer gesagt, auf jeden Fall. Den Tag, als wir eingereist sind, 420, sowas rum. Ja, mit dem Schein zusammen irgendwie 450. Und dann haben die Leute gesagt, 3000 zahlst du hier schon für einen Gebrauchtwagen. Ein Fahrrad war auch irgendwas bei 200, 300 Dollar. Das sehe ich gerade nicht. Ein Fahrrad bin ich auch überlegen. Ich glaube, ich hole mir keins und spare dann lieber einfach direkt auf dem Motorrad oder auf dem Auto. Das ist vielleicht gar keine so blöde Idee, aber Benzin musst du dann auch bezahlen, ne? Das ist klar, ja. Dann kann man ja auch ganz gut mit dem Bus hier rumfahren, also. Echt? Ich sehe den immer nur in die falsche Richtung fahren. Eigentlich fahren die ja in beide Richtungen. Einmal rechts um die Stadt rum, aber links rum quasi. Ja, dann habe ich halt immer Pech. Ich schreibe mal den Leichendoktor an hier, die Henna. Hey, Henna. Alles steil? So. Ah, Mist, das Mädel, was mir gestern Platz auf der Couch angeboten hat, ist heute nicht da. Verdammte Axt. Mal schauen, wo ich bleibe. Nachdem, wie lange du wach bleiben willst, also meine Couch wäre noch frei. Ja, komme ich vielleicht drauf zurück. Wie gesagt, die haben mich ausgesperrt. Echt Schweine. Ja, was machen wir jetzt mit diesem Schmuckzeug? Ich habe ja irgendwie keinen Bock hier auf gut Glück Leute anzuquatschen. Vielleicht hat die Hannah ja Interesse. Ich weiß nicht, ob das so Frauenschmuck ist. Meinst du nicht? Wer soll denn das sonst tragen? Weil mal, ich probier mal. Nee, das steht mir doch nicht. Das kann ich doch nicht anziehen. Oder? Guck mal. Das ist doch geschmacklos, oder? Findest du nicht auch? Sieht eher aus wie so ein Pimp. Ja, nee, das will ich nicht. Und das ist, warte mal, das sind Ohrringe für Männer? Ja. Die sind ja zum Anklippen. Mal so, kannst du...
guck mal, sieht's gut aus? Sieht gut aus? Guck mal hier, guck mal, guck mal. Geht das? Geil, geil. Ah, weiß ja nicht. Nee, lass mal. Das ist, glaube ich, das. Nee, Samstag kann ich gar nicht. Das ist, glaube ich, nicht mein Ding. Ah, die Uhr vielleicht? Ich dachte, das wäre Zeug für Mädels, ne? Gut, gucken wir. Vielleicht trägt man sowas in der Southside. Ich meine, da habe ich es ja her. Aus der South? Das gilt schon als Southside hier? Nee, hier nicht. Aber ich hatte doch die Sozialwohnung da in der Southside. Ach, das ist eingestellt. So, komm mal her, du kriegst ja auch noch Geld, ne? Tom, unser neuer Freund. Ich habe mir gerade Geld. Die brüllen aber ganz schön. 150, ne? Yep. Ich auch noch mal gern. Dankeschön. Verdammt, ich habe mich richtig drauf gefreut, dass die Mädels mal den Bikini anziehen. Direkt was für dein Herrenmagazin gehabt. Ja, da habe ich schon dran gedacht, ne? Wenn das gut aussieht, dann kann man immer fragen. Ich muss ja zumindest einen Prototypen mal ja, zusammenstellen, mal um da vorstellig zu werden. Ich habe überlegt, ob ich dann zu Weasel News gehe und denen das mal pitche, sagt man, glaube ich, so hier. Ja, vielleicht haben die ja Interesse an sowas. Naja, klar. Ich meine, hast du mal geguckt? Guck mal hier, bei denen auf der Webseite. Weasel. Das ist doch stinklangweilig. Ja, ich auch mal drauf gucken, irgendwas mit dem Pier. Ja. Stegeinweihung, ich bitte dich. Ein Polizeieinsatz, das will doch keiner lesen. Faszination Mirror Park. Wo sind denn da die schönen Frauen, die Bikinis, die Sonne? Auf jeden Fall Luft nach oben. Ja, habe ich mir halt auch gedacht. Kann man eine Mail hinschreiben? Eine Mail? Meinst du? Ja. Geht man da nicht mehr persönlich hin? Auch machen, aber du kannst auf jeden Fall sicher gehen, dass es ankommt. Ich weiß ja nicht, wie die besetzt sind. So. Ja, keine Ahnung. Vielleicht haben die ja auch einen Job für mich. Ich bin ein ganz passabler Fotograf. Hm, okay. Oh, nicht schlecht dann. Na, Ben. Hey. Für die Gespräche. Naja. Muss man sich ein dickes Fell wachsen lassen. Die waren bestimmt im Kopf woanders. Das kann gut sein. Ich hole mal die nächste Runde, oder? Ja, aber ich muss dich vorwarnen. Also von meiner Warte aus ist da vielleicht höchstens noch eine drin. Ja, dann hole ich jetzt erstmal eins und dann können wir noch gucken. Ja, genau, mach mal. Oh, ein Bier wieder? Ja, da sag ich nicht nein. Den danke dir. Kosten, hast gesagt, ne? Ja, 10. Ja, ich wieder. Ja, ist klar. Oder, warte, soll ich dir... Ich bin der König der Schnorrer. Vorbeigescrollt, habe ich befürchtet. Aber, Slicky Slick hat das dann nicht gesehen. Muss er durch. Dann muss er halt nochmal nachfragen, wie der Laden heißt. Aber keine Telefonverbindung sehe ich da oben. Da kann man irgendwie nichts dran drehen gerade. 5G. Klingelton. Wallpaper. Was ist eigentlich meine Wallpaper? Achso, das ist hübsch. Das geht, das kann man machen. Der ist schon ein bisschen angetrunken, der Kollege. Keine Stamina. Buenas tardes. Hi, Abend. Alles gut? Sí, und bei dir, amigo? Alles bestens. Perfecto. Was machst du hier? Ja, ich hänge hier mit meinem Kumpel Dean. Ja, kommt da. Hey. Ach so. Wir trinken ein Bierchen. Prost. Dean. Richtig. Und wer bist du? Ich bin Pablo. Hey, Pablo. Hey, haben wir uns nicht schon mal gesehen? Ja, ich glaube, als ich das letzte Mal hier war, haben wir schon mal kurz gesprochen. Aber da war ich mit den Mädels beschäftigt. Ach so. Musst du verstehen, da haben die Mädels Vorrang. Sehr klar, Romeo. Ja. Dean, das ist Pablo. Er ist hier gerade so vorbeigeschlichen. Gehörst du jetzt zum Laden, Pablo? Wie bitte? Gehörst du jetzt zum Laden? Gehst du zum Laden? Ja. Arbeitest du hier? Ja, weißt du? Muss man ja fragen.
Gibt ja so Stammpersonal. Sehe, aber ich wollte noch was trinken. Ein Bierchen oder sowas. Das ist ja auch St. Paddy's Day. Ja, das wusste ich. Also, vor ein paar Minuten wusste ich nicht mal, was das ist. Aber jetzt hat man dich aufgeklärt. Sehe. Das ist gut. Deswegen habe ich schon gefragt, warum sie dann grün angezogen und haben so weißes Oberteil oder Unterteil. Dachte mir, wo bin ich hier denn? Ja, ich habe leider auch nichts Grünes dabei, aber das liegt nicht daran, dass ich es nicht versucht hätte. Ach so, ich wusste das nicht. Selbst der Taxifahrer hat was Grünes an. Ja, irgendwie. Irgendwie habe ich mir das heute größer vorgestellt. Da sollte wohl auch irgendwas passieren, aber das haben sie abgesagt. Was soll denn passieren? Naja, die hatten das hier ja angekündigt, ganz groß. Und lassen Sie sich nicht so sehr stressen. Ja, auf keinen Fall, ciao. Hat das Tequila laufen? Tequila laufen? Was soll das denn sein? Das ist so eine Bar, habe ich gehört. Die ist in Richtung da, Richtung Little Italy. Was? Da drüben. Hey, aber sag mal, du kannst mir helfen. Der Dean und ich, wir haben uns gerade gefragt. Uns wurde erzählt, hier gibt es irgendwie so einen ganz feisten Stripclub, aber ich habe den Namen vergessen. Weißt du, wie der heißt? Stripclub. Ja, so mit Ladies tanzen und so. Boah, mir wusste, wenn ich das wüsste, dann würdet ihr mich schon lange nicht mehr hier sehen. Ich verstehe, was du meinst. Schade. Ach Mensch. Ich habe einen Kopf wie ein Sieb, sonst hätte ich mir das mal besser aufgeschrieben. Stripclub, ich wusste gar nicht, dass sowas gibt's hier. Naja, das heißt Stripclub, also ein exotischer Tanz halt. Gibt es hier auch irgendwo Nutten? Naja, bestimmt, das ist Los Santos. Aber da kenne ich mich nicht aus, das ist nicht meins. Keine Nutten. Aber ob das so legal ist hier. Nutten? Wahrscheinlich nicht. Weiß nicht. Aber da stehe ich auch nicht so drauf, das ist respektlos. Warum? Ja, weil, weißt du, dann ist die Frau ja wie eine Ware. Das ist ja nicht freiwillig. Ja, selbst an. Ja, du kennst doch die Umstände nicht, Kollege. Guck mal, wenn sie das nicht freiwillig macht, dann heißt es vergewaltigen, oder nicht? Ja, ich weiß nicht. Musst du selber denken, was du denken aber willst, aber meinst du es das nicht? Wie viel? Sie sagt 50 das, 75 das, 100 das. Dann sage ich 75. Und dann Rambasama und fertig. Sie hat ihr Geld, ich habe meinen Spaß. Beide sind zufrieden. Hm. Ein Viertel muss sie wieder abdrücken an die Zuhälter. Ja, ich weiß nicht. Kommt drauf an, ob sie allein ist. Gibt's ja bestimmt auch alleinstehende Nutte. Ja, also, Pablo. Nicht, aber das ist ungeil. Auch das Wort Nutte, das ist ungeil. Nee. Ja, wenn schon, denn schon. Das ist nicht meins. Ich meine, ich will dir da nicht reinreden oder so, aber das ist echt nicht meins. Da stehe ich nicht drauf. Was also mit 14 kriegst du, glaube ich, für 3 Dollar so eine richtig schöne Brasilianerin in Kolumbien. Mit was? Mit was? Mit 14. Wie mit 14 Jahren? See. Ja, Leute, das Thema wird mir gerade ein bisschen zu krank. Guck mal, ich komme aus Kolumbien, das sind ganz andere Umstände. Ja, aber wir sind hier in Amerika. US of A. Hier läuft das ein bisschen anders. Ich weiß, aber ich erzähle ja von Kolumbien. Ja, aber weiß ich nicht. Ein bisschen Respekt vor den Frauen wäre schon angebracht. Wenn die wollen, dann kriegen die, ja. Was soll ich machen? Ja, weiß nicht. Ich würde da nicht so hausieren gehen mit. Hausieren? Naja, rumerzählen halt. Ja, Romero. Für euch ist was Schlimmes, für uns normal. Ja, nee, wie gesagt, das hier Amerika. Hier, ich meine, wir haben zwar auch Scheißecken und tickt alles nicht so richtig gut, aber so ein paar Sachen müssen echt nicht sein. Ja, das stimmt doch immer. Yo, hey, Hanna. Hey. Hi. Na, alles gut bei euch? Alles bestens. Ui, schicke Jacke. Habe ich auch schon gesagt. Dankeschön. So, Pablo, See? Ich würde sagen, also der Dean und Hannah, wir sind gerade noch verabredet. Also wenn du uns vielleicht entschuldigen würdest. Danke. Habt noch einen schönen Abend. Ebenso, amigo, Signora. Wir sehen uns bestimmt wieder. Ja, bestimmt. Ciao, ciao. So, ich, Luis, ich habe gerade die SMS gelesen. Erzähl. Was?
Ach so, ja, traurige Geschichte. Stell dir vor, ich bin aus meiner Wohnung geflogen. Was? Was? Ja, ich bin nicht schnell genug nachgekommen mit Miete zahlen und dann haben sie mir den Schlüssel direkt unten abgenommen. Das ganze Zeug ist weg. Oh je, aber was ist jetzt mit dir? Wo pennst du jetzt? Noch nix. Dean hatte schon gesagt, dass ich eventuell bei ihm unterkommen könnte. Ich werde schon irgendwas finden. Vielleicht, naja, dachte, wenn das irgendwie hinhaut, vielleicht kann ich bei dir auf der Couch crashen oder, ja, oder bei Dean. Wäre auch möglich. Ich weiß noch nicht. Ist ja warm heute, sonst schlafe ich draußen. Ja, nein, dann kannst du auch vorher bestimmt bei irgendwem unterkommen, aber ja, Mist. Ja, total. Aber der Vorteil ist, dann spare ich ein bisschen Kohle die nächsten Tage. So kann es natürlich aussehen. Ja. Das, was mich wirklich traurig macht, ich hatte mich wirklich drauf gefreut, dass ihr Mädels vorbeikommt und ich euch das Zeug zeigen kann. Das wäre so schön gewesen. Ist kein Ding. Da Riley ja total Bock auf eine Mondshow hat, dann werden wir einfach wohl nochmal einen Tag shoppen müssen und danach das ja, machen. Ja, das klingt gut. Umdrehen! Was? Was? Umdrehen? Halt nie wieder so. Harry? Oh, meine Güte. Oh Mann. Die hat eine ganz schön schrille Stimme, die Frau. Ich habe tatsächlich heute meine Bewerbung ans MD abgeschickt. Ja, geil. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie lange das dauert, ehe man da eine Antwort bekommt. So richtig in Lohn und Brot und alles. Ich hoffe bald, ich hoffe. Ja, da wirst du ja richtig Geld verdienen, aber weniger Zeit haben. Ja, ich denke auch, das wird sehr zeitintensiv, aber naja, ohne Geld kommst du dieser Stadt nicht weit. Das stimmt, das stimmt. Vielleicht habe ich dann ja was am Knöchel, dann komme ich mal vorbei. Ja, was wollen wir denn machen mit dem schönen angebrochenen Abend heute? Ja, gute Frage. Was ist denn jetzt noch so los heute? Naja, du siehst, hier ist einiges am Rumlaufen. Aber ich bin jetzt auch nicht der Typ, der einfach so fremde Leute anschnackt. Obwohl... Eigentlich schon, aber bisher nicht. Ja, warte, das kenne ich doch. Ja, der Dean, der war so freundlich, der hat so ein bisschen Kleinkram übergehabt, den hat er mir gegeben. Und den müsste ich vielleicht an den Mann bringen, also buchstäblich. Da ist ja jetzt ein kleines Minigeschäft hier auf. Naja, dass zumindest ein bisschen Kohle reinkommt für ein Bierchen oder so. Apropos, willst du ein Bierchen? Ja, ich würde mir jetzt eins holen. Möchtet ihr denn auch eins? Ich habe gerade schon zwei geholt. Hätte ich jetzt gewusst, dass du so schnell kommst, hätte ich noch ein drittes geholt, aber... Alles gut, kein Ding. Sonst, darf ich dich einladen? Ich würde jetzt eigentlich gern ja sagen, aber da du gerade aus deiner Wohnung geflogen bist, würde tatsächlich ich gern eher dich einladen. Oh Mann, ey, das nimmt echt Überhand. Es tut mir leid. Wenn ich wieder Kohle habe, dann ich schwöre, ich mache das alles wieder gut. Ja, alles gut, du... Komm erstmal, guck, dass du irgendwo unterkommst. Das ist wichtiger. Danke, ihr seid echt cool. Pass auf, ich hole einfach schon mal und dann gesell ich mich wieder zu euch. Ja, cool. Bis gleich. Ja, sorry wegen dem Pablo gerade. Ich habe dann immer Schwierigkeiten, wenn man mich so anquatscht, da die Leute dann wegzuschicken. Aber der war mir dann doch irgendwie zu irr. Das gefällt mir auch nicht, solche Aussagen. Also. Nee, weiß ich nicht. Das ist respektlos gegenüber den Frauen. Und da... Ich meine, ich möchte da nichts Schlechtes sagen über die Damen, die im Gewerbe arbeiten. Aber ja, die Leute, die da hingehen, schon. Das ist ja auch nicht immer so ganz freiwillig. Ja, eben. Arbeiten. Und deswegen habe ich da auch ein Problem mit. Also, mich bis in so einen Laden auch nicht finden. So ein Stripclub ist aber was anderes. Ja, klar, das kann man als Kunst werten. Ja, richtig. Ich meine, hallo, hast du das mal gesehen, wie die tanzen? Ich könnte mich mein Lip da nicht mehr so bewegen. So. Habt ihr denn eure erste Runde schon hinter euch eigentlich getrunken? Ja, eins hatten wir schon, aber... Na dann. Warte. Dann sag ich mal Prost, wa? Ja, dann Prost. Prösterchen. Meinst du, die flirtet? Aber den Typen, da wundert es mich auch nicht, dass der hier dann alleine rumsteht.
Wie, welcher? Warte, ich muss mich umdrehen. Ich kann die Leute nicht im Rücken haben. So. Kann ich besser gucken. Ja, das ist dieser Pablo, der hat uns gerade angequatscht. Und ich bin dann ja nicht so, dass ich dann da sage, lass mich mal in Ruhe. Ich dachte ja, gib dem mal eine Chance, ne? War ja auch soweit ganz nett, aber na, kein, weiß ich nicht, kein gutes Frauenbild. Will da nicht ins Detail gehen, aber das war mir zu viel. Dir ist was zu viel, da muss das ja schon krass sein. Ja, das war krass. Ja, das kann ich bestätigen. War nicht schön. Respektlos muss nicht sein. Nee, das war... Ein Späßchen geht immer, aber... Ja. Oh ja, jetzt fängt es langsam an zu prickeln. Und nach dem zweiten? Hm. Ja, und man braucht halt echt langsam ein Auto. Ja, das wäre schön. Ja, Taxi also, geht ins Geld. Ja, die sind für teuer. Bus fahren, ist kostenlos. Ah, ich weiß immer nicht, wo die fahren. Braucht da mal einen Fahrplan. Den gibt's auf Winter. Ja, alle sagen immer, alles gibt's auf Venture. Und ich weiß nicht, wie ich da irgendwas finden soll. Ja, ich... Ganz einfach. Kann ich das mal sagen? Ja, sag mal. Also du gehst da auf die Sites, da wo die ganzen Unternehmen sind. Mhm. Ja. Dann gehst du einfach auf kostenlos. Kostenlos. Der Weg, den ich jetzt beschreibe, ist ein bisschen umständlich, aber ich find's leider auch nicht besser. Aber da ist Los Santos Transit. Aha. Da einfach mal drauf gehen. Ja. Ganz nach unten ist so ein Bild kostenlos von A nach B. Oh, das habe ich immer nicht gesehen, weil ich nicht immer unter die Kommentare gescrollt habe. Aha. Und dann drauf. Ja, und Und dann... Ah, jetzt versteh's. In unserem Profil auf Venturegram. Da stehen ja auch die Zeiten drauf. Wie geil ist das denn? Das verstehe ich nicht. Dann hier drücken. Auf Venturegram musst du gehen und dann siehst du von denen die zwei Buslinien, also die Busrouten. Achso, aber ich glaube, ich muss das erst hinzufügen oder so. Nee. Kostenlos, Los Santos. Dann genau, ganz genau. Nach unten. Los Santos Transit, ganz nach unten scrollen. Dann klickst du auf das Bild. Ja. Dann gehst du oben nochmal auf den, wo Los Santos Transit steht, klickst du nochmal drauf. Dann bist du in dem Profil von Los Santos Transit. Aha. Ah. Und dann gehst du auf Venturegram. Venturegram. Und dann steht da meine Kollektion, also die Kollektion enthält zwei Bilder, dann klickst du da drauf und dann siehst du die beiden Bilder. Also, und die sind jetzt auch in meiner Kollektion, oder? Nee, die kannst du dir da aber immer angucken. Das heißt, du weißt immer, da sind die Fahrpläne. Alles klar. Fährt das denn bei mir? Pillbox? Ja, Pillbox fährt einer, das ist gut zu wissen. So, und das heißt, bei mir fährt dabei Vespucci Beach ist eine Haltestelle, okay. Mhm. Ach, ist aber ein ganz schönes Stück zu laufen noch. Ja gut, aber das krieg ich hin. Ja, aber hier direkt vor der Ecke wahrscheinlich auch, ne? Hier um die Ecke fährt er auch. So, ach, siehst du. Zwei Stück, ich glaube einmal so ein aber Park, Mirror Park oder so, ist hier eine Haltestelle. Und einmal Weinwood Ost, glaube ich, die ist bei mir da um die Ecke. Ha. Das ist ja spannend. So. In einer halben Stunde kommst du um die Stadt rum. Ja, mal gleich gucken, wann heute Abend dann der Bus zurückfährt. Glaube ich immer eine Frage, wie lange die fahren. Ich weiß nicht, ob das hier so regelmäßig ist. Ich glaube, man kann dann auch nochmal anrufen. Ja, stimmt, das haben wir. Okay. Also die Julie haben wir vorhin schon gesehen, die ist weitergezogen. Ah, okay. Wen habe ich denn hier noch? Wie gesagt, Riley, die kann leider nicht. Ja. Der hat sich abgemeldet. Könnte den Ryan nochmal anrufen? Müsst ihr entscheiden? Rian. Rian. Genau. Ja, genau. Den hätte ich noch. Und Cole. Ich weiß nicht, ob Cole heute rumhängt. Ja, vielleicht muss der auch arbeiten, weil mit seinem neuen Job ist. Wie, was? Neuer Job? Macht der nicht mehr Sicherheit? Auch, aber der arbeitet ja zusätzlich beim FD jetzt auch. Was? Zusätzlich? Ach ja, stimmt, ja, hat er gesagt. Genau, der wird jetzt Feuerwehrmann und mit Sanitäterausbildung und der hat jetzt die ganze Zeit nur auf seinen Vertrag gewartet. Und
wenn er das jetzt angefangen hat, dann ist es sehr zeitintensiv. Stimmt. Aber vielleicht hat er, ist er ja da und hat Bock. Aber heute ist St. Patty's Day. Tja, gerade da werden wahrscheinlich Sachen passieren. Hast du recht, aber ich schreibe ihn einfach mal an. Hey, alte Gartenhütte. Was machst du? So. So, also, ja. Gut. Danke für den Tipp. Ja, das ist voll cool. Vielleicht kann man tatsächlich mal Bus fahren. Ja, heute Abend gleich. So. So Louis, siehst du, der hat noch geschrieben. Den kann ich jetzt noch antworten. Oh. Cole hat geantwortet. Ja, der ist im DOL Wachdienst schieben. Ah. Siehst du, arbeiten. Hm. Wir könnten ja mal hin und an der Scheibe kratzen. Du meinst, sie könnten ihm Arbeit verschaffen? Sollen wir mal ein bisschen Trubel machen? Nee, das mache ich nicht. Das nehmen die mal so ernst. Wir hängen beim Alice. So, ich habe Louis jetzt auch geschrieben, dass wir gerade am Alice sind und überlegen, was wir machen. Wenn du Feierabend machst. Du rate mal, wer mir jetzt auch gerade geschrieben hat. Sag Bescheid. War es Kohl oder wie? Ja. Der hat doch gar keine Zeit zum Schreiben, der muss arbeiten. Die stehen doch immer nur rum. Ich weiß. Warum die so viele Leute verbrauchen? Er soll wohl mal richtig Randale auch schon gewesen sein. Ja, hi ja, Razorback. Schön, dass du da bist. Ich bin obdachlos. Ich bin aus meinem Hotel rausgeflogen. Drei Mieten drüber und dann pop, wurde ich ausgesperrt. Wer ist wieder? Was? Lina von gestern. Und die ist wieder nach Hause? Na, nur bis Samstag. Die musste nochmal zu ihren Eltern und so. Ach so. Dachte ich schon. Warum steht denn hier ein Sunny? Die nehme ich gleich mit. Wieso stehe ich schon wieder so krumm? Wir haben heute überall Bereitschaft, weil das Handynetz ja überlastet war. Ach so, da ist ja der Bus, guck mal da. Mal gucken, wo er hält. Ja, ja. Ja, direkt hier vorm Laden. Oh, ja, ja, schön. Geil. Man kann ihnen auch sagen, wenn man irgendwo Bestimmtes raus will auf der Strecke, dann lassen die ihn auch mal zwischendurch raus. Oh cool. Ja, 53 fährt er. Perfekt, pünktlich. Ich bin kein Penner. Ich bin Couchsurfer. Also eine Linie, der fährt bis in den Norden. Ja, aber da kommst du dann wahrscheinlich auch wieder nicht weg. Wahrscheinlich eher nicht. Wenn der Bus nicht mehr fährt, dann wird's schwierig. Außerdem habe ich es bisher noch nicht mal geschafft, zum Strand zu kommen. Da werde ich, glaube ich, erstmal eher dahin. Unbedingt zum Pier. Pass auf, es gibt zwei nach. Wohl angeblich auch nochmal einen Bus. Wenn nicht, können wir ja auch einfach zum Strand fahren. Dann holen wir uns noch ein Bier für den Strand und setzen uns da irgendwo hin. Ja, das wäre ein Träumchen. Lass uns das machen. Ja. Das wäre doch cool. Sag mal, Hannah, meinst du, das steht mir hier? Ja, es passt. Super zu der Hose. Jetzt wo du es sagst, ja zur Hose passt, aber eigentlich hätte ich jetzt gedacht, du sagst, nee, das sieht nicht gut aus. Doch, das passt so zur Hose, aber ich glaube, wir müssen ja langsam mal einen anderen Pulli besorgen. Ja, ich weiß, das ist mir auch furchtbar peinlich. Nee, aber die Kette und die Hose, also, und vielleicht... Nein, ich bin nicht so der Kettentyp. Vielleicht, wenn ich ein anständiges Oberteil dazu finde, ja, dann können wir drüber reden, aber so... Irgendeine fesche Jacke. Ich bin hier um die Ecke, irgendwo da hinten oder so, bin ich mal in so einen Klamottenladen reinmarschiert. Der war so ein bisschen etepetete, aber der war cool. Und die hatten da genau meinen Hut, ich sag euch das. Genau meinen. $80, das ist auf jeden Fall das nächste Ziel. Ja, das glaube ich. Ja, der war echt lecker. So einen, wie ich früher mal hatte, aber in neu. Ja, dann wir das so machen. Ja, klingt doch gut. Wann kommt der Bus? Er müsste also laut der Seite 2 nach. 2 nach. 2 nach. Dann haben wir noch, 8 Minuten. Ja. Reicht die Zeit noch mal zur Tanke zu laufen?
Oder ist da am Strand auch eine? Nee. Außer wir steigen am PD aus und laufen dann zum Strand. Das geht, das ist gar nicht so weit. Boah, ich hab nichts Besseres vor. Und am PD... Da ist... Dann, da ist er, genau, da in der Nähe. Naja, ja, um die Ecke. Ja, können wir mal ein Stück drauf. Naja, ich hab 18 Dollar, hab ich. Ja, dann lass uns das auch machen. Ja, also... Ich kann auch eins bezahlen. Okay, komm, wir gehen los. Hallöchen. Hey, magst du mir noch mal ein Bierchen rüberschieben? Natürlich. Danke. Oh, Server kackt ab. Warte mal ganz kurz. Ich muss erst mal gucken, ob das mit dem Geld hinhaut. Ja. Ah, 10 Dollar? Ja, ja, das haut hin. Warte. Scheinchen. Ah, super, danke. Und das Bierchen. Danke dir. Dann lass dir schmecken. Danke. So. Hey, Moment mal, dich kenne ich doch. Hannah, darf ich dich dann einladen? Oh, ja, gern. So, hier. Frisch gezapft. Ich danke dir. Gerne. So. Dean, wie schaut's aus? Harry, sei mal nicht so laut. Oh, sorry. Da hat geil. Ja, aber irgendwie keine Pfeile. Ach, da, da. Ha, cool. Ja, mal gucken. Manche Sachen verlernt man nicht. Okay, dann mach du zuerst. So, mal gucken. Und... So. Ey, super. Ja, wie gesagt, manche Sachen verlernt man nicht. Und... Oh, ich glaube, der Gegner nehmen. Nee, der war fast perfekt, war der. Was ist denn hier? Dean, was ist denn los? Hab ich auch ohne Alkohol. Wollen wir noch ein Ründchen spielen, solange Dean da noch beschäftigt ist? Ja, genau. Gut, alles klar. Warte, ich hol mal raus. Warte, ich nehme die blauen. Du nimmst die roten? Jo. Ja. Hab ich. So. Oh, Vorsicht, Mist. Ah, nee. Ah, das war nix. Warte. Und. So. Oh, bist du gelandet? Da beim Board. Warte, hier. Da. So. Oh, sorry. Vorsicht, Mann, Vorsicht. Pfeile im Anflug. Ja, was gar nicht schlecht. So in der Stadt? So, ja. Wir haben nur auf dich gewartet. Ja, okay. Okay. Alles klar. Ja. Oh, Entschuldigung, Ma'am. Ja, ich stepp jetzt nicht so der Bär, ne? Wie bitte? Ja, das ist arschteuer. Ich hab schon wieder kein Geld mehr. 2 Bier und noch eins ausgeben und dann und Taxi und dann ist vorbei. Und Kaffee hatte ich auch schon. Das sind schon wieder fast 50 Dollar. Ich sehe gar keine Haltestelle. Ja, aber hier hat er ja gehalten vorhin. Ja, das stimmt. Ich glaube, normalerweise hält er aber nicht hier. Ich glaube, wir müssen noch, ist noch runter. Na dann, laufen wir schon. Immer ein Auge nach hinten, ne? Und dann ein Händchen heben. Ja, den wollen wir dann ja nicht. Oder willst du einmal um die Insel? Eigentlich nicht.
Alles klar. Oh, war gerade Neumond. Ach nee, guck mal da, da ist Downtown Cab. Direkt um die Ecke. Ah, Zentrale. Gut zu wissen. Warte mal, schreibe ich jetzt so schnell Luis, dass wir jetzt auf dem Weg zum Spiel sind. Einfach vor den Bus laufen, das kann ich mir nicht leisten. Weißt du, wie teuer Healthcare in dieser Stadt ist? Das geht gar nicht. Irgendwie kommt dieser Charakter auf keinen grünen Zweig. Das ist total krank. Plan müsste er eigentlich irgendwo hier halten, aber. Ja, gib ihm Zeit. Eine offizielle Haltestelle ist das auf jeden Fall nicht. Was? Wer hat das gesagt? Also ich doch nicht. Was ist das da hinten? Industriehalle. Ja, aber Hannah, der Dean ist auch ganz gut untergekommen. Ja, wo bist du? Wo wohnst du denn? Da hinten im Starlight. Ach, recht dicht hier also. Hm? Das ja, dann hast du ja die, warte, war das Brunos Pitstop? Hier in der Nähe? Jetzt gar nichts. Ich hab vergessen, wie, da hinten ist ja auch gleich eine Tanke irgendwie um die Ecke. Ach so, ja, doch, da war ich heute, stimmt. Ja, genau, und da gibt's ja richtig viel frische Lebensmittel, das ja. Ist voll gut. Und kein Bier. Ja, ich glaube, Alkohol gibt's hier sowieso irgendwie nur in bestimmten Shops, oder? Mit der Ausweiskontrolle. Ja, aber die hatten nicht mal Wasser. Also das ist ganz komisch. Weißt du, Salat da haben und Erdbeeren und so, aber nicht mal ein Wasser. Dann musst du dir einen Salatsmoothie machen. Salatsmoothie? Ja, in Los Santos macht man das, glaube ich. Wenn du die Strandfigur haben willst. Ihr habt doch eine Strandfigur. Was macht das regelmäßige Joggen? Ja, ja. Du weißt doch, wie schnell ich laufen kann. Nicht lang, aber schnell. Tag und Nacht ist an Los Angeles angeglichen. Auch das Wetter anscheinend auch. Ja, gleich kommen, dann werden wir ja sehen. Dann kann einer von euch laut pfeifen. Dann ich glaube nicht. Wir werfen uns auf die Straße und heben die Hände. Muss auf jeden Fall halten. Hauptsache, du wirst nicht deinen Hut in Richtung Bus. Um Gottes Willen. Obwohl, naja, mit dem ginge das wohl. Aber alle sagen immer, der sieht so gut aus. Muss ja, echt überlegen. Halt. Darfst ihn halt nicht verlieren. Ohne Hut erkennt dich keiner. Jetzt einfach dein Markenzeichen. Sag mal, Henna, du hast doch gesagt, du hast einen Rucksack, ne? Ja. Ich habe überlegt, das ist zwar arschteuer und irgendwie auch keine gute Idee, wenn ich mein Hotelzimmer wieder mieten würde und dann könnte man die ganzen Sachen da rausholen. Ja. Vielleicht kriegt man die verscherbelt, aber dann müsste man die auf jeden Fall teuer verscherbelt kriegen, als dieses Zimmer kostet. Ich glaube, ich sollte die Kohle einfach abschreiben. Ja, die Frage ist halt, ob du das auch gut verkauft kriegst, ja? Weiß ich nicht. Konnte das ja noch nicht mal so richtig einschätzen, was das ist. Das muss man ja mal, ne, das muss man ja erstmal an der Person sehen. Ja. Ja, wenn du, aber falls du es probieren willst, ich kann den Rucksack gerne leihen. Ja, vielleicht komme ich drauf zurück. Aber das wären dann jetzt nochmal $90 nur fürs Mieten. Ah, deswegen die Kaution. $90 sind 3 Tagesmieten. Dann habe ich 3 Tage nicht gezahlt, dann haben sie mich rausgeschmissen. Ah, verdammt, da hätte ich drauf kommen können. Okay, ja, krass. Lernt aus meinen Fehlern, Kinder. Ja, aber hast du das denn nicht, ach so, ja, wenn du kein Geld auf dem Konto hast, dann kannst du es auch nicht zahlen. Weil eigentlich kannst du das ja übers Konto automatisch abbuchen lassen. Ich hatte Geld, aber eben auf dem anderen Konto. Weißt du? Ah. Ja, die Stütze. Ja. Dumm gelaufen. Wirklich dumm gelaufen. Kommen auch wieder bessere Zeiten. So, wie spät ist denn das? Ja, jetzt ist schon 5 nach. Wo bleibt dieser Bus, dass der jetzt ausfällt?
Ja, ist ja noch normal. In Boston hat das gerne mal 2 Tage gedauert. Ja, ich bin tatsächlich bei uns gar nicht so viel Bus gefahren. Ich war da eher so der Autofahrer, weil alles so weit auseinander liegt. Ist das, wie ist denn das in Schweden so? Gibt es da viele große Städte? Nee, gar nicht so. Also Stockholm ist schon Großstadt. Ja, da hast du halt mehr Vogel. Und da gibt es auch so Wassertaxis, das ist voll cool. Wassertaxis? Ja, da kannst du dann halt mit dem Taxi auch, ja, wir haben da ja recht viel Wasser dann, und dann kannst du halt mit dem Taxi dann über die Flüsse rüber, und die Touris nutzen das halt auch als Hop-On, Hop-Off-Tour und sowas alles. Sind das so Schwimmtaxis, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, ganz normale Boote halt. Ach, so. Boote? Halt ein bisschen größer. Das ist ja spannend. Ansonsten, ja, bist du da schon ganz schön auf Auto angewiesen, weil recht viel Natur. Das ist ja auch mal schön. Ja, es muss nur aufpassen, dass dir die Elche nicht ins Auto laufen. Weil Elche? So wie. So wie Rudolf? Mit der roten Nase, oder? Ja, 3-mal so groß und schwer. Jetzt, du machst dich doch über mich lustig. Nein. Echt jetzt? Wow. Echt jetzt. Das ist ja voll gefährlich. Ja, genau. Deswegen ist der so wichtig. Was du mir alles erzählst, habe ich wieder was gelernt. Wieder das Thema Tiere. Das hatte ich gestern schon mal mit Haien und Robben und... Ja, Haie sind ja auch gruselig. Ja, aber die wollen ja eigentlich nur Robben fressen, gar keine Menschen. Das ist mir aber egal. Wenn die mir am Bein rumnagen, finde ich das nicht gut. Ja, die probieren dich ja nur einmal. Die beißen nur einmal zu und dann spucken sie dich aus, weil die Menschen nicht schmecken. Das beruhigt mich ja sehr. Was sind die armen Robben? Ja, gut, davon gibt's auch nicht mehr so viele. Aber auch nicht so viele Haie. Ja, ich habe wahnsinnige Angst vor Haien. Geh ungern ins Wasser. Kannst du nicht schwimmen? Naja, in Boston ist das Wasser eher kalt. Ich weiß nicht, ob ich schwimmen kann. Ist das schwer? Das Wichtigste ist einfach, du musst lernen, dich selbst über Wasser zu halten. Du hast ja einen natürlichen Auftrieb. Damit geht das schon. Also wie auf der Straße. Check. Krieg ich hin. Genau. Einfach Kopf nach oben. Vielleicht ein Schwimmhut. Aber ehrlich gesagt, der Bus kommt nicht mehr. Nee, ich glaube auch nicht. Meinst du? Oh, habt ihr die Limo gesehen? Mhm. Ganz schön groß. Sonst, PD ist ja, glaube ich, da die Straße runter. Das ist aber ein ganzes Stück. Das ist ordentlich weit, ja. Nehmen wir uns ein Taxi, ich spendiere das auch. Was? Wir können es gern teilen. Also, ich würde dir was dazu geben. Naja, ein paar Talerchen hätte ich schon noch. Ja. Dann lass uns mal ein Taxi rufen. Oder rufen ist gut, wir haben ja hier eins. Ob da jemand... Jetzt sind sie alle weg. Eben waren sie noch da. Wow. Kann man da jetzt einfach hin? Das ist ja unser Glück wieder hier. Wir brauchen echt Fahrräder oder so. Alles verrammelt. Kann ich doch anrufen, dass wir da vorstehen. Ja, wir brauchen mal ein Taxi zu, wie heißt das? Downtown Cab. Ach Mann. Pass auf, gleich verpassen wir den Bus. Er wird wohl kaum schneller fahren. Der andere kam davon ja auch lang. Aber da kommt er auf der. Ja, gut, keine Ahnung. Ja, sonst, wenn er in 2 Minuten nicht kommt, dann mal Taxi rufen. Guck mal, da. Punktlandung. Hey, entschuldige. Hey. Na, Ben, darf ich sie gleich direkt mitnehmen? Ja, gern. Das wäre super. Hanna, sag dem Mann mal, wo es hingeht. Wir würden gern
Ja, alles gut. Geben Sie mal kurz einen Moment, ich rechne einmal kurz ab. Und ja, ja klar. $16 wären das. Kein Problem, bis später. Tschö. Springen Sie rein. Am PD ist doch da auch um die Ecke gleich die Tankstelle. Letzte zur Tankstelle. Genau, dann nehmen wir die direkt. Rein. Alles gut. So, warten Sie, ich markiere mir das einmal kurz, damit Sie halt auch nicht mehr bezahlen. Das ist sonst immer doof für Sie. Und dann drehe ich einmal direkt. So. Muss mal kurz. Haben Sie denn bis jetzt einen schönen Abend? Soundmenü. Ja, soweit schon. Das freut mich zu hören. Moment. So. Nur das mit dem Bus ist irgendwie doof. Wieso? Was ist mit dem? Naja, der sollte hier jetzt angeblich vor ein paar Minuten vor der Tür stehen, aber der kam halt nicht. Okay. Ja, ich weiß nicht. Also es kann halt immer mal wieder sein, wenn sie halt irgendwie wissen wollen, ob da halt irgendwie wirklich gerade jemand da ist, rufen sie am besten bei der Leitstelle an. Das ist mein Tipp, was eigentlich mir in der Vergangenheit immer geholfen hat. Aber ja, also wenn die fahren, sind die super. Hm? Betonung liegt auf wenn. Ja, ist mit Bussen immer so ein Problem, ne? Hm. Ist so ein bisschen das Problem. Also wie gesagt, und vor allen Dingen jetzt so heute Abend ist halt Taxiunternehmen und halt irgendwie Busunternehmen, ne? Es gibt halt viele Leute, die auch selber feiern gehen wollen. Deswegen ist das immer ein bisschen schwierig. Verständlich. Deswegen, also heute Nein. Abend. Hm? Aber ich müsste Sie das ja ein bisschen freuen, da verdienen Sie dann mehr, wenn die Busse in die ich Bus fahren. Ich finde das super, aber nee, also heute Abend ist tatsächlich eine Menge los. Das ist auch mal schön. Ja, also definitiv. Wir hatten jetzt, die letzte Woche war sehr ruhig. Aber heute Abend brennt das Telefon und wir sind heute Abend nur zu zweit im Dienst. Ja, ist ja auch St. Paddy's Day. Ja, stimmt. Deswegen bin ich heute auch ganz in Grün. Also nicht ganz in Grün, aber zumindest ein bisschen. Na echt? Jetzt, wo du es sagst? Stimmt? Cool. Ja, am Ellis waren auch ganz viele in Grün gekleidet. So, und so. Geht noch Verstärkung, oder? Bin ich gespannt. Helios, wo kann ich ihn sie abholen? Ich schicke ihn. Alles klar, ich schicke ihn jemanden vorbei, ne? Esker, schönen Abend, tschüss. $26 macht das in einmal. Oha, ich geb dir gleich was. Mal, wir rechnen ja. Später ab, ne? Okay, super. Ich steck schon mal aus. Danke. So. Ah, ja. Jetzt mal hier gucken, ob es Wasser oder so gibt. 26 durch 3. Können wir erstmal schauen, ob es was zu futtern gibt? Ich bin so ein elendiger Schnorrer. Wasser. Ja, und so belegte Brote auch. Ah, verdammt, der Sprunk-Automat ist kaputt. Wasser. Ja, aber leider kein Sprunk. Ärgerlich. Oh. Ja, zwei Wasser habe ich noch, das muss reichen.
Oh mein Gott, ist gut. Na, wo ist der Schein? Achso, guck mal, und ich hab noch. Cottage Pie. Mensch. Genau. Ist aber auch nicht nötig gewesen. Hey, doch, jetzt habe ich die Hand wieder frei und kann mir noch schnell einen Keks kaufen. Hey. Das Panini ist billiger. Was ist denn ein Panini? So Brot. Irgendwas aus dem Osten von Europa oder so. Ich glaube auch. Ich habe alles. Ja, ja, nicht, dass ich noch Hunger kriege. Ah. Warte mal. Also ja. Ich will dir Keks dann abgeben. Nee, ich bunker das mal für später. Ja. Ich bezahle mal kurz. Ja. Einmal den bitte. Alles klar. Pfanne und so, dass man kochen kann. Das habe ich auch noch gar nicht. Ich habe mich noch gar nicht hier. Ich habe noch gar nicht gekocht. Immer noch was geholt für dich. So. Alles klar. Jetzt dann einfach in die Richtung hier. Ja, cool. Dann zeig mal. Ich frage mich, wo die alle ihre grünen Sachen her haben. Ich habe von gar nicht so richtig was Grünes gefunden. Wo hast du denn geschaut? Hier im PD ist auch so ein Suburban oder so. Da war ich mal kurz drin. Aber ach, ich bin noch nicht so dieses Durchgucken. Ich bin da schnell genervt beim Durchgucken. Ja, das verstehe ich. Wenn da gar nichts dabei ist, was einem gefällt. Ja, ich bin da auch nicht so der Shopper. Ja, weißt du, was mich nervt? Dass die Leute alle ihre Fahrräder so blöd in der Gegend rumliegen lassen. Ja, das nervt. Vor dem Hotel auch, ey. 4 Tage vor dem Eingang direkt so ein Ding da vorgelegen. Ja, ich glaube, die Vermieter sind einfach zu geizig für Fahrradständer. Das sowieso. Das ist auch eine schöne Gegend hier. Ja. Und ich glaube, das Haus hier, da haben wir für Mary dann durch Zufall noch eine Wohnung gefunden. Ach. Ja, Forent steht dran. War ganz spontan und gesagt, komm, wir gucken einfach hier und dann war da eine frei und dann hat sie die ganz schnell, dann hatte sie nicht genug Geld, und dann haben wir das zusammen geguckt, wie viel wir alle bei hatten und dann konnte sie die ganz schnell anmieten und hat uns dann später das Geld wieder gegeben. Ja, kommt ihr denn gut zurecht so mit der Stütze? Ja, geht so, ist knapp. Das denke ich nämlich auch. Okay. Ich habe ja mittlerweile den Verdacht, dass die Hannah den Slick nicht so ganz ernst nimmt. So manchmal sagt sie so komische Sachen. Ja, also ich meine, dein Hotelzimmer mit $30, das geht ja dann noch. Du hast halt keine Küche bei, aber die Wohnung, so $60 Miete, ist halt auch schon echt, boah. Ja, aber so auf lange Sicht ist so ganz ohne Küche halt auch irgendwie blöd. Ja, das stimmt. Ich bin ja auch, muss ich ja mal so sagen, ganz passabler Koch. Ein bisschen vermissen tut man das schon. Ja, kochen kann ich tatsächlich gar nicht. War immer nicht so mein Ding. Naja, wenn man es nicht nötig hat. Ja, aber ich muss mal gucken. Vielleicht mal bei Venture oder so fragen, ob es überhaupt so Pfannen oder Töpfe gibt, dass man jetzt mal Nudeln oder sowas machen kann. Das wäre schon. Hat jemand so eine Ausstattung gewonnen? Ja, das habe ich auch gesehen. Voll nice. Ich glaube, ich muss mal mehr auf diesem Venture gucken. Ja, guck mal hier, Skatepark. Dean. Ich? Nein. Nicht mit den Knien. Aus dem Alter bin ich auch raus. Ja, Dean, du brauchst aber auf jeden Fall jetzt ein Motorrad. Mit der Jacke brauchst du ein Motorrad. Ah, ich hätte auch gerne eins, aber ich glaube, dafür muss ich noch ein bisschen sparen. Ja, aber das kann ich mir richtig gut bei dir vorstellen. Ja, ist voll dein Ding.
Und wie gesagt, ein Hut. Also, muss schon. Aber obwohl, warte mal, bei dem Look, ich empfehle das nicht sehr, nicht so häufig, aber so in Leder vielleicht. Muss man tragen können, ja? Okay. Schwarz. Fällt mir gerade nur so eine Fliegermütze ein. Noch die passende ja, Brille. Auf jeden Fall. Ja, geht schon. Aber musst du aufpassen. Es sieht dann manchmal so aus, als würdest du in andere Clubs gehen, wenn du verstehst, was ich meine. Puck die Sturmfliege. Wartet mal kurz, ich muss mal ganz kurz was checken. Ja. Ja, die Katze wollte nicht rein. Ja, aber du hast nicht. Ja auch eine Wohnung. So, Entschuldigung. Stimmt, klar, hast du ja vorhin gesagt. Mensch, manchmal bin ich auch eine Hohlbirne. Ja, wir müssen jetzt hier rüber und am PD vorbei. Habt ihr eigentlich eine Ahnung, was das da hinten für ein komischer Laden ist? Da? Das, wo das so glitzert, so bunt? Nein. Keine Ahnung. Kunstobjekt? Bestimmt, oder Museum oder sowas. PD, ach, ja, das ist. Ja, von der Ecke habe ich das noch gar nicht gesehen. Solange du es nicht von unten gesehen hast. Wie, was meinst du? Ich hatte mit Cole den einen Tag die Unterhaltung, ob er schon mal im PD in der Zelle war. Okay. Hat er gesagt, nein, er hat nur eine Verwarnung bekommen wegen Rechts-vor-Links-Verstoß, aber sonst kennt er die Räumlichkeiten vom PD nicht. Naja, da würde ich mich auch nicht mit rühmen. Da haben wir ihn ein bisschen aufgezogen. Oh, das freut mich aber sehr. Und die Katze kratzt hier permanent an die Tür. Nee, das muss nicht sein. Zelle ist nicht schön. Nee, das auch glaube ich keiner. Außer er hat es verdient. Hat der Burgerladen da offen? Schauen wir mal nach. Naja, ich hab ja was, es ist jetzt nur so Interesse. Da sieht der zu aus. Ja, das ist. Das ist echt komisch, ne? Einige Läden haben die ganze Nacht auf und andere irgendwie nie. Ja, aber voll die Verschwendung von Elektrizität. Bauen die gerade rum? Das ist ein Argument. Ja, dann sehe ich ja mal den Strand. Wie cool ist das? Ich habe ja immer gedacht, ich kann vielleicht hier so eine kleine Butze direkt irgendwie am Strand. Ja, Bretterbude tut's ja auch. Das ist immer, das wäre schon was. Dann ja, schläfst du am Pier in der Achterbahn. Die sind doch gerade außer Betrieb. Echt? Das geht? Ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall gibt's da Toiletten. Oh, warte mal. Guck mal. Das ist auch nicht offen. Ah, schade. Entschuldige, was sagtest du? Na, auf jeden Fall gibt es da auch Toiletten und Waschräume. Also wenn man auf der Straße lebt, dann am Strand, oder? Würde ich schon sagen. Wie ich immer sage, ne, lieber arm in der Sonne von Los Santos als reich in der Kälte von Liberty City. Das ist nichts für mich. Also, wenn dann muss man in die Wärme ziehen. Obwohl, im Winter hat das auch was. Also so durch den Schnee und Schneemann und Iglus und ach, schon cool. So richtiger Schnee. Naja, wenn es nicht zerfahren wird. Die richtigen Schnee gab's nicht? Schneeregen. Ew. Ihr müsst im Winter unbedingt mal in den Norden, so nach Schweden, Stockholm. Oh, legen wir? Weiter Norwegen. Das wäre schon schön. Ich habe mich so ein bisschen, naja, ich habe das nie vermisst, aber jetzt denke ich schon manchmal,
bei all den Leuten, die man so trifft, ob man nicht mal ein bisschen in der Weltgeschichte rumreisen könnte. Ich meine, du aus Schweden und dann die andere Hannah aus Kanada und dann Julie aus Europa. Das schon. Ja, Kanada wäre ein Anfang. Ist nicht so ganz so weit vom Staat San Andreas. Ja, und die sollen da alle ganz freundlich sein und schließen ihre Wohnung nicht ab und so. Ja, oh, das ja, klingt auch super. Und einen guten Kaffee. Echt? Ja, das ist natürlich Bonus. So, jetzt hier nach rechts. Und hier wohnst du? Ja, noch ein Stück weiter links runter den Weg, bis ans Ende sozusagen. Das ist immer ein ganz schönes Stück. Aber ich habe auf Venture, auf Venture schon gesehen, es soll demnächst hier am Strand jetzt auch nochmal so Snackautomaten und so geben. Das wäre super. Muss man nicht immer erst irgendwie ewig weit laufen, um was einzukaufen. Ja, cool. Aber ich sehe das Meer. Leute, ich sehe das Meer. Der nächste Laden auf die Tankstelle ist, dann ist ja auch alles ziemlich weit weg hier. Ja, genau. Der nächste Laden war, also für mich bis jetzt immer die Tankstelle. Was anderes habe ich irgendwie nicht gefunden in der Nähe. Aber es ließ sich immer recht gut dahin joggen. Da habe ich auch schon viel von Los Santos gesehen. Joggen macht echt immer Spaß hier. Ja. Wow! Guck mal, wie cool ist das denn? Das ist ja geil! Das ist ja der Knaller. Ich habe neben der Achterbahn, da die ja nicht fährt, eine Treppe entdeckt. Ich zeige euch gleich meinen Lieblingsplatz am Pier. Okay, cool. Das ist voll cool. Auf dem Pier war ich auch noch nicht. Nein! Oh mein Gott, das ist so schön. Nur mal dran vorbeigelaufen. Das ist ja der Hammer. Und das läuft gerade nicht, oder? Nee, irgendwie gibt's da keinen richtigen Betreiber für. Nicht, dass das noch zerfällt. Ich sag ja Los Santos, ne? Lauter Businessmöglichkeiten. Ja. Oh, dich könnte ich mir auch so richtig vorstellen, so als Showman. Meinst du? Ja, ich glaube auch. Hab ich richtig der Entertainer, der eine fette Show auf die Bühne stellt. Jetzt wo du es sagst, ich habe da schon öfter drüber nachgedacht, hab das nicht, was für mich wäre. So talentiert bin ich ja. So ein bisschen, ja, cooler als ein Zirkusdirektor auf jeden Fall. Und du könntest einen Zylinder tragen. Oh, du hattest mich bei Zirkusdirektor. Zylinder. Vielleicht sollte ich im DUL anfangen als Jobvermittler. Auch nicht schlecht. Aber überleg mal, dann sitzt du den ganzen Tag da am Tisch und dann kommen die ganzen komischen Leute zu dir und wollen irgendwas. Ja, voll gut, dann kann ich komisch zurück sein. Ja, aber bist du nicht... Bist du nicht eigentlich Therapeutin oder so? Ja, sagtest du? Genau. Da kann man auch mehr Geld mit verdienen. Ja, da hast du auch den ganzen Tag komische Leute. Ja, aber da kriegst du wenigstens auch nicht Kohle. Das stimmt, aber tatsächlich habe ich das damals gar nicht angefangen wegen dem Geld, sondern einfach, weil mir so die Geschichten der Leute teilweise so... Und man dachte, oh Gott, wie kann ich denen jetzt eigentlich helfen? Und? Befriedigt dich das? Ja, total. Ich glaube, ich habe so ein Helfersyndrom. Ich glaube, ich therapiere mich damit selbst. Ja. Also wenn du es cool findest... Meinst du das nicht? Hm? Nee. Kann ich auch mal wieder das Gleiche so? Von der Hausfrau, die Stress hat mit ihrem Ehemann oder so? Ja, selten. Tatsächlich. Ja, geil, ne? Gibt's da echt viele coole Fälle auch. Ich habe auch recht viel mit Kindern gemacht halt. Ah, okay. Und dadurch ist es immer, die haben ja alle unterschiedliche Sachen erlebt, obwohl es im Großen und Ganzen halt meist ein Thema so war. Halt zu Hause Probleme und dann ja, gab es da halt so viel verschiedene Sachen, wie es sich ausgewirkt hat. Natürlich ein bisschen spannender als Hausfrau X. Glaub's gar nicht, wie interessant manchmal auch die Hausfrau ist, weil die sind schon manchmal kleine Bitches. Okay. Wenn die dann so zermahlenes Glas oder so und das Essen ihrer Ehemänner machen. Was? Wer macht denn sowas? Frustrierte Hausfrauen. Ja, ich meine, kann ich ja verstehen, wenn man mal sauer ist auf den Kerl, aber
Aber so ja, gerade wenn die rausfinden, irgendwie, dass er dann irgendwie die Sekretärin knallt, so klischee-mäßig oder nur das Gefühl haben und ach, ganz oft ist es einfach, dass sie nicht kommunizieren miteinander, die Menschen. Ich muss mal von dieser Copyright-Musik weg. Boah, guck mal da. Seht ihr das Gebäude? Das wäre doch dein Showgebäude. Was? Der Laden da? Was ist denn das? Keine Ahnung. Aber der sieht aus, als wenn mit kleiner Außenterrasse. Das ist eine Kneipe. Ja, das ist eine Kneipe, siehst du? In der Kneipe eine fette Show. Ha, jetzt wo du es sagst? Ja, aber bei der Kneipe hast du ständig mit Betrunkenen zu tun. Ja, dann brauchst du Security Service. Hier, Dean kann das übernehmen. Ja, Dean und Cole. Und ich mach das. Einen richtigen Preis. Hier, ja, hier durch. Ah, oh, sorry. Sharkies. Ja, schade, dass hier nichts los ist, ne? Alles leer, alles abgesperrt. Kleinen Moment. Das geht. Audio. Müsst ihr erstmal auf Toilette? Nee, alles gut. Ich musste nur ganz kurz mal das Handy leiser machen. Ja, okay. Hier, seht ihr da oben die Flagge? Da gehen wir jetzt hin. Was? Da oben? Die Flagge, da gehen wir jetzt hin. Im Ernst? Klettern oder springen. Was? Warte mal. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Hey, Digga. Ich liebe die Gefahr. Ja, aber doch nicht diese Art Gefahr. Ja, davor. Das ist bestimmt nicht erlaubt. Ah. Willst du... Komm. Oh Gott. Hanna, wir brechen uns noch den Hals. Oh, das ist aber ganz schön hoch. Oh. Oh, ich weiß nicht. Oh. Easy. Ja. Echt hoch? Kannst du hinter mir gehen? Ja. Oh. Oh, shit. Oh. Oh. Ist gut. Ich weiß nicht. Oh. Oh, nicht nach unten gucken. Immer auf die Flagge schauen. Immer auf die Flagge schauen. Oh. Wie cool ist denn das bitte? Oh, oh Gott. Hm. Ist schon cool. Hast du etwa Höhenangst? Ich? Ja. Nein. Ein bisschen vielleicht. Oh. Das ist echt super. Ja, es ist einfach. Ist schon gut. Oh. Das so legal ist, dass wir hier noch erwischt werden. Da ist ja. Ich glaube nicht. Dass wir hier aber kriegen, weil es steht ja nirgendwo die Treppe nicht benutzen. Wir sind über eine Absprungrohre. Genau, also nein, das ist aber nur der Ausgang. Wir haben ja nur die falsche Seite benutzt. Guck mal, auf der anderen Seite, die du da siehst, da ist ja kein Absperrer. Genau, am Eingang. Okay. Also ich sehe schon, du lebst ganz schön gefährlich. Ja, aber es ist einfach sehr, sehr nice.
das stimmt. Wie cool wäre das jetzt noch mit dem Riesenrad fahren zu können? Da kann man. Da kann man sich dann festschnallen. Ja, das stimmt. Aber wenn du Höhenangst hast, macht das natürlich nicht so viel Spaß. Das ist mehr so die Angst, den Hut zu verlieren. Wir können auch gerne wieder runtergehen, falls du Bedenken hast. Lass, jetzt sind wir hier oben. Guck mal, die Sterne. Ja, und der Mond dazu. Das ist schon geil. Ob man die überhaupt sehen kann. Puh, wenn man nicht runterguckt, ist es eigentlich... Es ist halt so schade, dass das nicht betrieben wird. Ja. Das war eine fette Brücke da hinten. Hinter uns. Warte. Muss ich mich jetzt mal umdrehen. Ja, stimmt. Mir vorher noch gar nicht so aufgefallen. Hey, sag mal, wollen wir gleich mal ein Foto machen hier oben? Ja, gern. Oh, wie macht man denn das, ohne runterzufallen? Warte mal, müssen wir ein bisschen kuscheln, glaube ich. Dich da zusammenstellen. Warte. Oh, warte, ich brauche beide Hände. So. Warte. Handy raus. Nee, das geht. Oh. Wie geht denn diese Frontkamera? Mal, vorne ist die. Okay. So. Aber ich glaube, die müsste noch ein kleines Stück ran, wenn es geht. Ja, das wäre, glaube ich, besser. Klappt das? Das kriegen wir hin. Und dann alle nach vorne und vor allen Dingen mal lächeln. Und das ist, glaube ich. Oh, warte. Warte. Oh Gott, ich weiß nicht, wie das geht. Dieser Technik. Ich glaube, das hat geklappt. Aber sicher sein kann man sich nicht. Okay. Wollt ihr auch mal probieren? Ja, ich guck mal, ob ich... Ich muss sagen, ich bin nicht so der Selfie-Typ. Ich überlasse das immer lieber anderen. Ich habe jetzt das Telefon auch relativ neu. Deswegen. Warte mal, ich probiere mal noch was. Okay. Mhm. Machst du so abgefahrene Perspektive jetzt, oder? Ja. Aber fall nicht runter. Ja. Könnt ihr euch auch mal hinknien? Vielleicht kriege ich das dann. Ja, so. Ja. Perfekt. So? Ja, jetzt alle mal lächeln. Hä? Hey. Oh, das wird so lustig. Warte. Jetzt nochmal alle runter. Ich schicke euch die mal bei Event. Ja, mach das mal. Und mir wird ganz schwindelig hier oben. Okay. Okay, ich glaube, ich könnte dann auch wieder runter. Okay. Ja, ich glaube auch. Das ist echt mega. Oh. Oh Gott. Oh. Ja. Ich mach langsam. Oh. Jetzt geht's. Oh. Geht doch.
Und, sind gut geworden? Ja, sehen sehr witzig aus. Muss ich mal schicken. Ich schicke euch die dann, wenn ich zu Hause wieder WLAN hab. Ich hab mega das Loch im Bauch gerade. Moment. Also diese Asia-Röllchen, super. Die fanden zuletzt mal schon so lecker. Ja, die sind auch noch von, sind ein bisschen älter. Ja, wollen wir uns denn hier oben hinsetzen oder wollen wir uns eher unten an den Strand setzen? Ja, Strand würde ich sagen, oder? Na dann. Boah, ich hatte gerade mega Bammel, da oben die falsche Taste zu drücken und die Taube zu machen, ne, da runter zu segeln. Das kann dir ja so schnell passieren. Ja, Slick, wenn nicht, ziehst du hier in so ein Bademeisterhäuschen. Da würde ich auch nehmen. Wie gesagt, die Dusche ist ja anscheinend auch dann da hinten schon. Genau. Und passt ja. Dann kannst du gleich morgens hier Yoga am Strand machen. Ja, und da hinten ist ja, glaube ich, irgendwo auch diese Muckibude aus dem Fernsehen. Den Strand ja, runter. Genau, die ist da in die Richtung. Okay, die große cool. Brücke, die du gesehen hast, auch war. Guck mal, da hat jemand ein Feuer gemacht. Ja, perfekt, da ist auch ein kleines Feuerchen. Oh, aber wir müssen derbe aufpassen. Erinnerst du dich? Wegen Rian? Ja, stimmt, warte mal. Ich zieh auch mein. Ah, nee, ich esse jetzt gleich meinen Keks und zieh dann meine Schuhe aus. Schuhe? Oh, gute Idee. Moment. Ich nehme mal Abstand. So. Zack. Das kitzelt ja. Also den sei bloß vorsichtig da im Feuer, sonst fackelt dir die Hose ab. Ja, ich habe ein bisschen viel Haarspray drin, ich halte mich lieber ein bisschen zurück. Ist ja nicht ganz so dicht dran, warte. Ja, ein bisschen Wärme tanken. Ja. Also ist doch perfekt. Ja, genau. Einfach hinsetzen. Ach, schön. Da habe ich mich so drauf gefreut. Zelt, hier könnte man es echt aushalten. Ah, auf jeden Fall. Stand doch immer auf Venture, dass da hier auch diese Segel, dieser Segelshop irgendwo ist, oder? Könnte man auch jobben. Ja, das tatsächlich sind das meine Nachbarn. Echt? Ja, ja. Ja, Shop, das ist ganz witzig. Ich habe die jetzt auch schon ein paar Mal kennengelernt, die Jungs, total sympathisch und nett. Und wie gesagt, wenn du da Mitarbeiter bist, kannst du auch tagsüber da im Pool gehen. Verlockend. Warte mal, ich mache mal jetzt nochmal schnell ein Foto von uns. Warte. Oh Gott. Ich stelle mal schnell die Kamera hier hin. Jetzt mit Timer. Oh Gott, da muss ich ja lächeln. Warte mal. So, so, so. Ja. Und Achtung, Vögelchen kommt. Jo, das sieht doch super aus. Rennen wir noch zu Influencern hier. Ja, sowas von. Warte, ich hol mal mein Telefon zurück. Ja, dann habt ihr noch all was zu trinken? Naja, ich habe ein bisschen Wasser habe ich noch. Ach so. Mir hat noch was gegeben. Na, warte, ich esse mal einmal schnell was und dann. Ich weiß nicht, ich glaube, ich komme wohl nicht drum rum, mir einen Job zu suchen. Ja, das ist in dieser Stadt, diese Stadt ist halt so teuer. Stimmt. Warte mal.
auslegt, du hast gar keine Hand frei, oder? Hm. Warte, wenn ich hier... Gefällt dir ja, ich kann ja die Kette wieder umlegen. Irgendwie passt es doch. Guck mal. Echt? Ich weiß nicht. Ja, macht euch doch über mich lustig. Das Nein, ist doch. Das ist gar nicht. Das ist wirklich. Du brauchst nur ein anderes Oberteil, dann ist das schon wieder ein ganz anderer cooler Style. Ja, aber so pimpig. Ja, passe, wie zu dir. Hm. Das kommt aufs Outfit an. Ja, dann sag ich mal Prost, Jungs. Ja, Prösterchen. Prost. Hm. Na, davon verstehen die Iren was. Definitiv. Ja, schade, dass die anderen nicht da sind. Ja, ich hab sie angeschrieben. Aber kann halt nicht immer kappen. Ja, alle viel beschäftigt. Und das ist ganz normal. Jetzt habe ich hier tatsächlich schon jemanden in meinem Handy stehen, den kenne ich, weiß ich gar nicht, kann ich mir gar nicht mehr zuordnen. Weißt du noch, wer Layla ist? Ne? Ne, keine Ahnung, wo ich die getroffen habe. Aber ich war auch gestern total, als ich Riley dann nochmal gesehen habe, wo ich dachte, oh mein Gott, wie peinlich. Ich habe sogar ihre Nummer und habe sie nicht erkannt. Das macht die Stadt, weißt du? Alle ähnliche Klamotten und... Ja, hier ist so ein Style ist hier, so populär. Ja, man nimmt den Style irgendwie auch schnell an, ja. Ja. Ja, die Reizüberflutung von den ersten Tagen. Das kannst du wohl laut sagen. Oh ja, sitzen. Sitzen ist immer gut. Alt, ich muss sitzen. Ich treffe irgendwie nur Mädels, die irgendwie 24, 25 sind und denke mir immer so, oh, okay. Wieso? Achso, das habe ich schon mal gefragt, ne? Ist unhöflich. Ich weiß nicht. Ich sag's, wie es ist. Ich bin 30 und ich find's nicht schlimm. Muss ja auch gar nicht. Ist auch nicht schlimm. So, jetzt mal. Die Knie, ey. Ja, furchtbar. Genieß das mit dem 30-Sein, das hält nicht lange. Kennst dich hier aus. Ja. Aber im Herzen bin ich noch ein kleiner Junge. Das ist wichtig, das ist so wichtig. Leute, ich muss sagen, das ist echt geil, hier mit euch zu sitzen. Das ist voll der wahr gewordene Traum. Guck mal, ich liebe den Strand. Das ist Killer. Sag mal, sind das dieselben? Das ist doch wie hier Baywatch. Haben die das hier gedreht? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Da habe ich damals nicht drauf geachtet. Ja, bei uns lief's nicht. Ich kenn's halt nur so dann später aus dem Internet. Da hinten die Skyline. Voll gut. Doch, ich glaube... Irgendwo ist Sally Siesta, aber ich habe noch nicht rausgefunden, wo. Aber ich, also, es gibt hier auch eine Bar, aber die hat nicht so regelmäßig offen. Ja, 30. Junger Hüpfer. Ich glaube, Samstag, letzten Samstag oder so, da hätte es dann eine Veranstaltung gegeben, aber die wurde dann wegen Stromausfall abgesagt. Oh. Ja, Alice ist ja auch schön und gut, aber mal einen Laden finden, der ein Bierchen vielleicht ein bisschen billiger anbietet, wäre nicht schlecht. Oh, also Alice ist auch immer so voll. Ja, das stehen auch viele Leute rum. Sag mal, Hanna, weißt du noch, wie dieser Stripclub hieß? Ich komm da nicht drauf. Unicorn. Unicorn. Warte. Das ist Einhorn. Das muss ich jetzt mal checken. Unicorn. Check das mal auf Venture. Sites. Unicorn.
Kein Treffer, was? Unter was fällt denn das? Unter Food? Nicht bei Venture? Doch, bestimmt. Kannst du das nicht oben direkt suchen? Ja, hab ich probiert. Unicorn, ne? Mhm. UNICORN. Unicorn. Nee, keine Treffer. Warte, ich probiere mal Search. Unicorn. Nee. Da finde ich nichts. Warte, ich guck auch gleich mal. Luis hat mir gerade geschrieben. Nicht, ob wir noch am Strand sind. So. So. Such mal das Unicorn. Vanilla Unicorn. Vanilla. Vanilla Unicorn. Auch nicht. Gentleman's Club. Vanilla. V-A-N-I-L-L-A. Aha. We're soon back and better than ever. Wir haben gerade dicht. Schade, Gentleman's Club, ja, das klingt wie was für mich. Ob die mich trotzdem reinlassen? Ja, bestimmt. Ja, halt doch gar nicht auf. Letztes Mal aktiv. Waren auch immer Männer, die da rumgetanzt haben. Venture Pinwand. Buddies. Mal. Ja, Buddy, warum nicht? Hinzufügen. So. Hier kann man ja auch die Gesetze nachschlagen. Sehr witzig. Arbeitsschutzgesetz. Gewerbeordnung. Oh, schlafe ich ja jetzt schon ein. Waffengesetz, was ist denn hier Sache? Aha. Gott, oh Gott. Geil, alle stehen am Strand und starren auf ihr Handy. Ja, falls sich keiner auf meine Bewerbung reagiert, dann frage ich einfach im Unicorn, ob die noch Tänzer brauchen. Also ich glaube, du würdest das super machen. Aber ich wünsche dir natürlich, dass es da im Deep klappt. Ach ja, ein bisschen Geld verdienen, erstmal dann irgendwie. Wäre eine Überbrückungsmöglichkeit, mal was anderes. Obwohl, wahrscheinlich bin ich viel zu alt für die. Ach Quatsch, 30 ist doch kein Alter. Was sagst du? Frag mal die Männer. Ihr habt ganz viele Männer getroffen, die sind alle jünger. Ja, aber die haben doch keinen Plan. Eine Frau ab 30, da geht das erst richtig los. Übrigens, Luis hat gerade geschrieben, mhm, der würde mit Mary und Federico dazustoßen. Oh, Federico. Ja, da klingelt was. Mary, wer war denn Mary nochmal? Seine Cousine. Ich dachte erst, die sind ein Paar oder Geschwister und dann, nein, das ist Cousin und Cousine. Ah. Ja, klasse. Wann kommen die denn? Ich verschwinde nochmal schnell aufs Pier, bin gleich wieder zurück. Mach das. So, mal gucken. So, innerhalb der nächsten 30 Minuten sollte ich mir auch mal einen Schlafplatz suchen. Die Bierflaschen sollten wir gleich wieder mitnehmen. So vor Ort noch am Strand finde ich immer lästig. Ja, hast du recht. Das ist asozial. Ja. Ich habe auch hinten einen Typen getroffen, der ist den ganzen Tag hier am Strand aufräumen. Ja, das kann man auch machen. Da kann man sich Kohle dazu verdienen. Ja. Weiß aber nicht, ob das lohnt. Ja, ich habe es mal gemacht. Also reich wird man dadurch nicht. So, ja. Für 13, ne?
reicht's nach einer halben Stunde. Für was? Für ein Sandwich. Sandwich, also ein Zehner oder wie? Ja, so ungefähr. Ja, besser als nix. Aber ich glaube, so ein richtiger Job. Ich glaube, ich werde einfach mal einen Führerschein machen und mich dann mal vielleicht wirklich bei dieser Security-Sache da bewerben. Frag das DOL ja für aus. Für was? Für Taxi oder was? Security. Security. Security, echt? Ja. Für den Anfang, ich meine, da braucht man jetzt nicht wirklich, was wir können. Meiste Zeit schiebst du halt eine ruhige Kugel, ne? Außer die Kugeln fliegen. Ja. Bisschen Gefahr sind immer dabei. Das stimmt. Aber kannst du ja mal Cole fragen, ob der irgendwie, ob der ein Wort für dich einlegen kann. Ja. Nur, ich weiß nicht, für mich ist das irgendwie so ein Problem. So, regelmäßige Arbeitszeiten, aufstehen müssen, wann die das wollen. Stimmt, aber die, da, so in der Stellenbeschreibung stand, dass man flexibel arbeiten kann. Echt? Ja, wenn es so 3-4 Stunden die Woche sind oder sowas, wäre schon meins. Was verdient man da? Keine Ahnung. Ich glaube, die vom DOL hatte mal gesagt, wenn man arbeitet, kriegt man irgendwie einen Stundenlohn von der Firma und sonst wird die Sozialhilfe auf $60 angehoben. Sag mal so, selbst wenn du dann nicht regelmäßig zur Arbeit erscheinst und die irgendwie unzufrieden mit dir sind, dann kündigen wir. Du bist halt gekündigt, aber bis dahin hast du ein bisschen Geld verdient. Ja, da hast du auch wieder recht. Ja, ich fürchte, mich würden die nicht nehmen, also nicht ohne einen anständigen Hut. Ja. Doch so Kappen da auf, oder nicht? Nee, jetzt mal ohne Scheiß. So einen Sicherheitsjob kriege ich nicht. Nicht mit meinem Vorstrafenregister. Ah, okay. Ah, da sieht's bei mir nicht so schlecht aus. Nicht so schlecht? Also auch nicht unbeschrieben, ne? Ach, nichts, was wirklich, ja, ich sag mal, was es wert wäre, in der Akte aufgenommen zu werden. Ein paar kleinere Sachen, aber wert die nicht. Eben. Sag ich ja, wer für den ersten Stein und so. Richtig. Ja, und immer nur aus der Bibel vorlesen wollte ich jetzt auch nicht. Um Gottes Willen. Gestern beim Ellis, da waren so komische Spinner, die. Da bin ich ein bisschen ausgerutscht und das sah dann von außen ein bisschen komisch aus und dann kamen die gleich an und wollten mir was von Jesus erzählen. Und wusste ich gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Merkwürdige Leute gibt es hier immer. Nee, ich meine das ja lieb, ne? Aber ja. Weil, was wollen die jetzt? Weißt du, Boston, die ganzen Katholanten da, die säuseln dir sowieso schon den ganzen Tag ins Ohr mit Gott hier, Gott da und mach mal was für die Kirche und bliblablub. Hälfte von denen ist sowieso Mob. Also hier dann nicht anders. Ich meine, aber auch größtenteils Katholiken und ist mir alles zu, sagt man, nicht traditionell, konservativ. Ja, genau. Weiß ich nicht. Ich bin auch nicht so der Freund von. Ich konzentriere mich lieber aufs Hier und Jetzt, anstatt irgendwie auf Sünden da und Jenseits hier. Es ist, Und wenn du es mal so betrachtest, lebst ein schönes Leben, machst ein, zwei Sünden, kurz vorm Ende solltest du nur einmal alles beichten und alles ist gut. Ja, das ist die Idee, ne? Genug Kohle, Ablassbrief, zack, bist du fein raus. Richtig. Nein, spendest du so einen Hospitalflügel und dann ist alles wieder gut. Ah, und stehen die Tore offen. Yep. Katsching. Deswegen, bis dahin kann man noch ein bisschen das Leben genießen. Aber sowas mache ich mir. Ich jetzt auch nicht ableben. Nee, um Gottes Willen. Ein paar Jährchen sind da schon noch drin. Richtig, richtig. Na, was geht? Nicht viel. Warte, nein, wie sagt man, alles, was nicht festgebunden ist oder so? Was? Ein Raid? Wie cool. Ja, dankeschön. Danke, Tikuna. Danke, Leute. Ich kenne noch einen richtig schlechten. Herzlich willkommen bei GTA Online RP auf Lucky5.de. Hopst durch Australien, schaut ein Affe aus dem Beutel und sagt, oh, mir wird übel, blöder Urlaub. Was? Oh. Habe ich irgendwie nicht verstanden. Wir hängen hier ein bisschen das am Strand rum, trinken Bier. In seinem Beutel vorne einen Affen, der in Australien Urlaub macht und der kann das Hüpfen nicht ab.
Also, ja jetzt, so wie Bus und so. Okay. Kenne ich mich nicht so aus, aber mit Tieren, da hast du es ja echt, ne? Da weißt du viel. Tiere sind, ja. Kenne mich jetzt höchstens vielleicht mal mit einem Hund oder einer Bisamratte aus, aber da hört es schon auf. Es gibt doch in Boston wahrscheinlich nur irgendwie so Haustiere oder Tiere im Zoo. Ja, und eine Menge Ratten. Kakerlaken. Das ist ja cool, dass ihr mich raidet. Schon mal Witzen sind. Voll nice. Ist nicht viel los, ne? GTA RP ist manchmal ein bisschen langatmig, also nicht erschreckend. Sag mal, kommen die jetzt noch? Ja, die sind, die brauchen aber eine Weile. Die sind zu Fuß unterwegs von Vinewood West, glaube ich, hat er geschrieben. Wow, das ist ja die ganz andere Ecke. Ja. Das ist ein Stück. So, Slick, hau mal einen raus jetzt. Irgendeinen Witz. Was? Darf doch gern unanständig sein. ich kenne eigentlich nur einen, aber der ist richtig gut. Na los. Warte, ich muss mich mal kurz sortieren. Wie ging denn der noch? Also, genau. Klingelt's an der Tür. macht der Papa auf. Da steht ein junger Mann davor. So richtig gelige Haare, so ein Bärtchen, Schnieke, Goldkettchen, sagt: Guten Tag. Mein Name ist Umberto. Ich bin hier, um Ihre Tochter zu poppen. Und dann sagt er: Um was? Umberto. Kommt, wow. kam schon mal besser an. Er kam schon mal besser an. Muss man 2-3 Bier getrunken haben. Gute Nacht. Vielen Dank. Ja. Dauert halt ein bisschen. Ja, es gibt so Witze, die brauchen einen Moment. Gestern auch, Riley habe ich, glaube ich, den Witz erzählt, als wir hinter euch als wir gelaufen sind. Ich weiß gar nicht, ob ihr mitkriegt, das liegt. Das war so, was ist ein Mann in Salzsäure? Ein gelöstes Problem. Ah, jetzt verstehe ich, ja. Das wird der Henna auch gefallen, der Leichendoktor, weißt du? Hat die bestimmt schon gesehen. Ich hab, glaube ich, sonst habe ich keinen. Ich wusste mal so viele unanständige Witze, die sind alle weg. Ich glaube, man muss sich nochmal so ein Witzebuch kaufen. Ein Witzebuch? Da, kann das nicht dieses Venture auch? Ah, meinst du? Mal sagen, hallo Venture, sag mal Witz oder so. Ich habe das Gefühl, zwar die Leute sind nett, aber nicht immer so lustig. Ja, ein bisschen humorlos sind die hier alle, das stimmt. Vielleicht auch eine Idee für Wiesel-News von der Witze-Seite. Ja, am Tag. Na, nimm mir doch nicht alles vorweg. Das ist doch Teil von meinem Konzept. Ah. Für dein Herrenmagazin? Ja, natürlich. Gibt es dann auch Herrenwitze? Ja, ganz feine Herrenwitze. Nur die besten Herrenwitze. Also, das Wort Herrenwitz überhaupt? Ja, natürlich. Also, frag mich jetzt nicht, was das genau bedeutet. Aber wenn ich einen höre, weiß ich, das ist ein Herrenwitz. Ja, doch, gern. Ich habe mir überlegt, vielleicht muss ich so einen Prototypen mal bauen. Also selber ein paar Fotos machen, ein bisschen was schreiben, das zusammen kopieren, zusammen heften und dann gehe ich da einfach mal hin und zeige denen das, dass sie schon mal wissen, wie ich mir das so vorstelle. Ja, auf jeden Fall. Weil man nur auf mein Wort können die sich ja nicht verlassen. Die wissen ja nicht, dass ich weiß, was ich mache. Muss ich mal schauen. Irgendwo mal eine günstige Kamera auftreiben. Oder da kriegt man die Bilder aus dem Telefon auch irgendwie ausgedruckt. Ja, die kriegst du auch ausgedruckt. Wo macht man denn sowas? Bestimmt in so einem 24/7. Da gibt's bestimmt auch was. Da musst du mal die Leute da am Tresen fragen. Die haben das bestimmt hinterm Tresen stehen. Ja, muss ich mal gucken. Internetcafé. Oh ja, stimmt, sowas gibt's ja auch noch. Der ganze Technikkram, das schleicht sich so an. Da muss ich mal was zusammentippen. Hast du bestimmt ein gutes Konzept fürs DOL zusammen?
Fürs DOL? Was meinst du? Ich glaube, muss man nicht auch seine Rezepte dann ins DOL einreichen, so für eigene Geschäftsideen? Machen die das nicht auch da? Naja, bestimmt, aber ich dachte jetzt eigentlich, ich gehe zu Wiesel News und dann, die haben ja schon einen Verlag und ein Blatt und. Also ich dachte, du machst schön Konkurrenz auf, dass die sich mal ein bisschen anstrengen müssen. Ja, das wäre natürlich das große Ziel, aber wie man da jetzt. Dann müsstest du vielleicht erstmal klein anfangen, so Seite 3 Mädchen oder sowas. Als Freiberufler da so reinschnuppern. Ja, ich bin ganz passabler Fotograf eigentlich. Also damals, als ich noch eine Kamera hatte. Und vielleicht könnte man ja als Fotograf irgendwas machen bei denen. Die hatten letztes Mal auch erst einen Gastbeitrag, glaube ich, drin. Also ich glaube, das ist immer möglich. Dann schreib doch was und schick denen das. Ich hab was veröffentlicht. Ja, ich glaube, ich werde die einfach mal anschreiben und mal fragen, ob das geht, ob die suchen. Jedenfalls. Und Dean, was bei dir so mäßig? Was denkst du, was du jetzt demnächst so machst? Ich habe mir überlegt, erstmal den Führerschein und dann, hatte ich gerade schon erzählt, vielleicht erstmal so als Security anfangen, damit man irgendwas hat. Ja. Ein bisschen Geld verdienen, ja, und langfristig hätte ich eigentlich mal gesagt, Taxifahrer. Also mein Ding. Ja, voll geil, wenn du dich dann so in der Stadt auch auskennst, ja. Das ist natürlich dann erstmal so die Grundvoraussetzung. Da ist die Frage, nehmen sie dann Los Santos hier Taxi oder das Downtown Cab? Die mich nehmen. Oder machst du deinen eigenen Laden auf? Ach, nee, so Geschäftsführer, das ist nichts für mich. Da hängst du wieder nur hinter den Büchern und kommst gar nicht mehr an Steuer. Ja, da hast du recht. Nee, dann lieber schön angestellt, sich auszahlen lassen und mit dem ganzen anderen Stress hast du nichts zu tun. Auf jeden Fall. Naja, und suchen tun die bestimmt noch. Die sind ja mal komplett ausgelastet. Ja, ja. Bis dahin erstmal einen Führerschein. Klingt doch nach einem konkreten Plan. Hast du den Erste-Hilfe-Kurs schon absolviert? Nee, ich vergesse. Heute war ich ja am MD und habe mich mal erkundigt, wann der ist, aber der ist ja dienstags, donnerstags, sonntags. Genau, das steht bei denen auf der Seite auch. Ah, okay. Ja, ich bin ein bisschen altmodisch, gehe einfach vorbei und frag. Ja, das habe ich auch gemacht im PD und MD, dann haben die mich auf Venture verwiesen. Sagen wir mal, ja, gucken Sie auf Venture. Also irgendwie sagt jeder immer, guck mal auf Venture, als wäre das die Lösung für alles. Ein bisschen persönlich sprechen kann man ja auch mal miteinander, finde ich. Ja, wäre manchmal auch irgendwie ein angebracht, weil du hast eine Frage und dann guckst du so auf Venture und dann musst du dich da durchsuchen und ach, das ist irgendwie schwierig. Ja, eh nur am Tresen stehen, ich meine, da können sie auch mal kurz Auskunft geben. Ja, verdienen doch dabei Geld beim Rumstehen. Genau. Als ich da angerufen habe, hatte ich so ein Mädel dran, die hieß Nava oder so. Die hatte ganz schön Feuer im Hintern. Ja, aber freigeschaltet hat das dann ein Typ. Nava, da muss ich an Narwhals denken. Das sind wieder Tiere, oder? Ja, das sind wie Wale. Das sind Einhornwale sozusagen. Die haben ein langes Horn vorne. Du machst dich doch über mich lustig. Nein, nein, die heißen so. Und da gibt es ein lustiges Lied, das heißt nämlich Narwhals, Narwhals Swimming in the Ocean. Da habe ich noch nie gehört. Da bin ich jetzt halt auch raus. Ich kenne nur Vanilla Unicorn. Das ist ein sehr schönes Lied. Kannst du es ja mal vorspielen irgendwann. Irgendwann werde ich das tun. Oh Gott, dann kennt ihr bestimmt auch nicht Look at my horse. My horse is amazing. Das sagt mir was. Ich ja. Mal so ein Venture-Hit, oder nicht? Das war bei uns auch ganz groß. Das ist gemein. Die beten gerade Meme runter, die ich alle kenne, aber Slick nicht. Aber auch nicht so ganz jugendfrei, das Lied, oder? Ja, nicht ganz. Habe ich noch nie gehört. Kannst du das mal singen? Es geht halt weiter mit, also es ist halt, look at my horse is amazing, give it a lick. Du hast komischen Musikgeschmack. Bin ja eher so der Funk-Typ. Papa hätte und so, weißt du? Nee, was er? Rolling Stone? Irgendwie. Keine Ahnung. Na, käme ich nicht mit aus. Ja, Funk, das
ist nicht so meins. Nein, eigentlich mag ich eher so Mando, also so Metal-mäßig. Tatsächlich. Metal? Metal. So Headbang. Aber ich habe das Gefühl, hier gibt es gar keinen Club in die Richtung. Wenn wahrscheinlich eher der Elisa, dann spielen sie vielleicht eher so die keltische Sache, so Celtic Punk. Weiß nicht, vielleicht gibt es auch einen Biker-Club, die sind ja auch meist eher so Rock und Metal. Stimmt, stimmt. Hallo. Ich dachte ja den einen Tag, als Cole sagt, ja, ich zeig dir mal das Bikehaus, dass es irgendein Club ist. Und dann war es halt einfach nur ein Fahrradverkaufsladen. Ein Fahrradladen? Ja. Bikehaus, ja. Da habe ich ein bisschen, ja. Lass einfach mal den nächsten auf der Shopper fragen, wo es sowas gibt. Ja, vielleicht nimmt er mich auch mit. Vielleicht. Ich kann ja nochmal gucken, ob Luis nochmal geschrieben hat, nicht, dass ich das jetzt verpasst habe. Nee. Sind noch auf dem Weg? Ja. Yep. Würde mich dann jetzt auch schon mal auf den Weg machen wollen, so unter der Woche. Ist immer ein bisschen. Willst du nach Hause? Lass mich nicht so ganz lange wach, ja, ja, ja. Achso, okay. Was mit dir? Musst du auch los, Slick? Naja, wenn Dean jetzt geht, weiß ich nicht, kann ich bei dir unterkommen, Dean? Ja, meine Couch ist frei. Dann weiß ich nicht, dann nimmst du mir nicht übel, aber ich glaube, dann würde ich mich auch in die Haie legen. Ja, dann mach das, dann würde ich mit euch nach vorne laufen und dann würde ich einfach Luis anrufen. Ja, cool, dann machen wir das so. Gar kein Ding. Oh. Au! Ja. Hat's gerade Knack gemacht? Hör da nicht so hin. Ah! Oh. Ah. Da ist wohl jemand im knackigen Alter. Ja, den höre ich öfter. War alles mal frischer. Kommt wieder. In Yoga, dann geht das schon wieder. Nee, mit sowas fange ich nicht an. Das sieht ja albern aus. Wenn du da so einen Krieger machst. Was für ein Ding? Krieger. Kannst du schön alleine machen, den leckenden Lotus. Oh, fängt es jetzt an zu regnen? Was? Ernsthaft? Oh, nee. Also, ihr macht euch genau richtig los. Ach, du große Güte, los, Schuhe anziehen. Na, ich laufe noch das Stück hier drüber und dann. Komm. Ich dachte, hier regnet okay. Das nie. Das nächste Mal spielen wir Volleyball. Cool. Das gibt's ja nicht. Man hat mir gesagt, hier regnet das nicht. Ja, ab und an dann wohl doch. So 3 Tage im Jahr wahrscheinlich. Das ist ja. Weil es nicht alles gibt. Hauptsache nicht Gewitter, da habe ich immer Respekt vor. Richtig ordentliches Gewitter ist einfach mega cool. Ja, schon, aber auch laut. Gerade so direkt am Meer, richtig geil. So. Gut, dann kommt gut nach Hause. Ja, du auch. Viel Spaß noch. Grüß mir die anderen. Ja. Mach ich, wir sehen uns und ich glaube, ich stelle mich in der Zeit mal kurz da irgendwo unter. Gut. Ja, mach das. Bis denn. Bis dann, ciao. Ciao. So, wo ging's lang? Oh, gute Frage. Ich glaube, hier hoch. Da müssen wir das komplett andere Ende der Stadt wieder. Ja, tut mir jetzt leid, dass das so abrupt dann vorbeigeht, aber bevor das wieder so ein langer Abend wird. Ich bin einfach noch gewohnt in Irland, als ich noch gearbeitet habe, unter der Woche relativ früh ins Bett, am Wochenende. War gerne einen drauf gemacht, aber irgendwie ist das ein bisschen hängen geblieben. Ja, mal so, wenn man was zu tun hat, kann man schon mal die Nacht durchmachen, aber ja. Ich muss ja gerade zusehen, dass ich irgendwie was zum Pennen habe. Und da richte ich mich dann nach dir.
War das nicht, also vom Gefühl her war das doch eher da hinten irgendwo, oder? Wir sind doch da den Strang lang hier, die ganze Strecke. Gehen wir da mal lang. Mit dem Bus war das alles ein bisschen einfacher. Fährt einfach überall hin. Du solltest dir das mal auf deiner Flughafenkarte mal anmarkern. So habe ich das mit dem Hotel gemacht. Ja, ist auf jeden Fall besser, wenn wir jetzt Schluss machen. Ist so, heute eh nicht so viel los. Und dann macht das total Sinn. Was haltet ihr von der Kette? Zu dem Pulli passt die gar nicht. Also eigentlich, wenn wir dieses Weinwurzschild sehen, dann gehen wir richtig, wenn wir darauf zugehen. Okay. Aber Scheibenkleister, hörst du das? Ja, was denn? Ich glaube, ich habe Donner gehört. Oh. Ja, okay, wir haben hier so viele hohe Gebäude um uns rum. Also, da sollte ja wirklich jetzt nichts passieren. Oh, jetzt habe ich rausgehört. Yep. Ziemlich eindeutig. Ja, wenn wir getroffen werden, vielleicht fährt uns ja ein Krankenwagen nach Hause. Alter, vorsichtig mit dem, was du dir wünschst. Ich kannte mal jemanden, der ist vom Blitz getroffen worden. Na, echt? Ja, hatte Glück, ne? Aber lag ein paar Wochen im Krankenhaus. Das ist schon nichts Cooles. Okay, ja, das stimmt natürlich. Abend. Abend. Ja, da ist auch ein Geldautomat um die Ecke. Rechts. Sag ich ja. Ich hätte mich nie in dieser Stadt zurechtfinden können. Ach doch, das geht schnell. Das klingt echt, als wenn das näher kommt. Oha. Hier rüber. Jetzt müssen wir uns gleich irgendwo runterstellen. Hier war doch der Alkoholladen, wo wir gerade waren. Ja, genau. Das heißt, wir gehen jetzt aufs PD zu. Ach, das klingt doch gar nicht so verkehrt. Ja, aber Moment mal, habe ich das völlig falsch abgespeichert? Ja, nochmal eben gucken. Ich bin doch der Meinung, dass das da hinten irgendwo war. Theoretisch jetzt eigentlich fast nur noch geradeaus. Na gut, wenn du meinst. Wenn mein Handy jetzt nicht lügt, dann eigentlich schon. Das Taxi ist ja auch ungefähr so lang gefahren. So, ich bin der Meinung, so, er hätte am Strand gesagt. Ja, Mann, genau mein Style. Aber pink. Oder himmelblau. Dann doch eher himmelblau. Also ein paar pink-rosa Wagen habe ich hier schon rumfahren sehen. Das ist sicherlich alles nur eine Frage des Geldes. Ja. Am Anfang nimmt man ja eh erstmal das, was man kriegt. Eben. Gar nicht wissen, wie viel so ein neues Auto hier kostet, wenn ihr das auch noch selber zusammenstellen kannst. Ach, wenn das hier noch länger geht, nehme ich auch ein Fahrrad. Ja. Für abends ist das gar nicht so schlecht, wenn die Busse nicht mehr fahren eigentlich. Eben. Ach, so teuer. Ja, aber ich schwöre dir, ich parke die nicht mitten auf dem Gehweg. Nee, das ist echt ein Unding hier.
Sind immer so Müllsammler kommen und alle einstecken. Die sind ja alle doppelt und dreifach abgeschlossen und angedrahtet. Ein guter Bolzenschneider, das sieht auch sowas gelöst. Ja, da gibt's Lösungen. Aber ohne Connections wirst du die Dinger nicht los. Müssen ja erstmal nur weg. Man muss ja noch nicht mal Gewinn damit machen. Aber einfach, dass die Wege hier nicht zugemüllt werden. Gut, aber das ist jetzt nicht mein Job. Weiß nicht. Merkt ihr, dass er immer mal wieder mich nachäfft? Da kann er gar nicht anders. Vielleicht so nett, dass du so nach Hause fährt. Kommt drauf an, was du denen erzählst. Officer, meine Frau ist schwanger. Ich muss ganz dringend nach Hause. Da müssen so ein Auge zudrücken, ne? Problem ist nur, wenn sie damit rein wollen, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Nee, es ist besser, wenn du dich fernhältst von denen. Nein, es gibt gute Cops und dann gibt's die, die dich reinreiten. Ja, da habe ich jetzt auch keinen Stress mit denen, aber ne, so in meinem näheren Umfeld brauche ich die jetzt auch nicht. Ja, aber ich kann ihn leider nicht lauter drehen. Ja, Dito. Das ist ja auch nicht, was die, oder was die auch geliebt, oder, so, was das für ein Kaliber hier ist. Hier lang waren die alle noch ganz nett, aber generell so viel Kriminalität gibt, hier wahrscheinlich ein bisschen härter. Also wenn Irland so ist wie Boston, dann sind die sowieso alle korrupt. Ach, korrupt nicht, einfach engstirnig. Ja, ich penne bei ihm. Nicht wirklich sehr intelligent. Das Beste ist, wenn man sich einfach von den Cops fernhält. Ja. Obwohl, den einen, den ich hier getroffen habe, der war echt ganz nett. Ich habe mich hier direkt nochmal ans PD gewandt, ne, weil wegen meinen fehlenden Koffern und weil die mich ja total beschissen haben auf dem Flughafen. Okay. Er meinte, er kann ja leider nichts für mich tun, ist bekannt, das sind alles Halsabschneider und Bastarde. Ich könnte halt höchstens eine Anzeige starten, aber da hätte ich relativ wenig Aussicht auf Erfolg. Ja, wartest du mal ganz kurz, ich muss mal kurz was nachschauen. Die Katze kratzt, aber sie will leider nicht rein, sondern dass ich rauskomme. Also klappt das gerade nicht. So, fertig. Sorry. Kein Problem. Hat nochmal aufs Handy geguckt. Sind noch auf Kurs. Ja, wie weit ist er noch? Oh, also ein Stück noch. So 10, 15 Minuten brauchen wir noch ungefähr. Ja, stimmt. Jetzt habe ich es auch wieder. Ah, natürlich. Wir sind ja vorhin an Hannahs Haus vorbeigegangen. Nicht an deinem. Du bist ja beim Ellies. Genau. Hier ist es ein bisschen. Bis zu mir ist es ein bisschen. Wie viel Kohle habe ich denn noch? Oh. 0, nix, außer wir finden ATM. Ich weiß jetzt auch nicht, wo hier der nächste Bankautomat ist. So sieht man auch mal was von der Stadt, wenn man hier ein bisschen rumläuft. Ja. Im Auto, da verschwimmt das immer alles so. Ist das ein Kino da drüben? Mit diesen Diamanten da? Ja. Sieht ein bisschen so aus. Ja, doch. Ja. Nee, ist wohl eher ein Nightclub, aber er sieht ziemlich zu aus. Ah, stimmt. Lichter sind schon aus. Ja, ich habe schon wieder $50 durchgebracht. Sogar verrammelt, oder? Haben die da zugenagelt? Ah, wahrscheinlich. Ja,
auch hier geht mein Geschäft pleite. Ja, so zwei Bierchen, Zwanni, dann einmal Taxi. Ganz schön viel los. Ja. Fuffi hast du schnell mal durchgebracht. Das war auch, als ich da im Süden unterwegs war, als ich die Wohnung gekündigt habe. Sind mir auch in 5 Minuten 3 Streifen begegnet. Also manche Ecken sichern die hier ganz gut ab. Naja, kannst du froh sein, dass du jetzt nicht in South LS wohnst. Ja, nicht mehr. Ich meine, ich habe keinen Plan, ich war noch nicht da, aber jeder sagt dir, geh da nicht hin. Also wirklich jeder, egal wie du fragst. Das Unheimliche war, ich bin einmal vor die Tür gegangen, stand da jemand so an der Ecke, ich grüße nett, er grüßt mich nett. Deswegen habe ich beschlossen, mich jetzt erstmal durchzuschnorren. Okay. Mir so scheiße, nicht, dass ich jetzt noch ausgeraubt werde. Irgendwann ist er abgebogen. Ja, da geht dann aber auch der Arsch auf Grundeis. Yep. Und da dachte ich mir dann auch, ich brauche mal ganz schnell eine andere Wohnung. Besser ist. Und auch die Wohnung, die war nicht schön. Der Kühlschrank hat nicht funktioniert und Herd auch nicht. Einen kleinen Schrank hast du da, wo du deine Sachen unterbringen kannst. Eine Couch zum Pennen. Hat sie denn wenigstens eine Platte zum Kochen? Gar nichts. Ja, dann ist besser. Funktioniert. Dann ist besser, dass du da weg bist. Ja. Dachte mir, wenn jemand so eine Sozialwohnung braucht, dann mach ich mal frei. Na, jemand will anders anziehen. Naja, auf Venture werden ja auch immer wieder Wohnungen angeboten. Ja. Aber es ist ja eher eine Geldfrage. Also Wohnungsmangel ist ja nun nicht. Ich hätte schon Gelegenheiten gehabt. Oftmals auch so teure Wohnungen, ne? So $60 den Tag, also was würde ich mir auch nicht leisten wollen. Was hatte ich denn gesehen? 120 Kaution und 40. Ja. So meine Preisliga. Das ist dann schon noch in Ordnung. Boah, ist das laut hier. Tut die Stadt echt nie. Krieg schon wieder Hunger. Ich snack noch mal was weg. Lass dir schmecken. Oh. Die Asia-Röllchen ja nicht so lange satt zu machen. Nee, die sind zwar lecker, aber wenig. Und dieses... Panini ist gut. Richtiges Essen kostet ja ein Schweinegeld. Also ich war einmal einkaufen und hab fast $200 ausgegeben. Was? Für Essen? Ja? Das wäre ja, ich. Essen und Trinken. Das wäre ich mir ja gar nicht wert. Das Gute ist, wenn du ordentliches Essen hast, du hast auch halt was davon, ne? Ja, das stimmt wohl. Deswegen so selber kochen, ich glaube, damit fährt man am besten. Ja, es ist ein Plan für später irgendwann mal. Ich habe auch noch gar keine Küchenausrüstung. Ja, aber guck mal hier, jetzt schon wieder Geld gespart durch Latschen. Ah. Was für die Gesundheit getan? Ich glaube, ich habe mich die ganzen letzten Jahre nicht so viel bewegt wie die letzte Woche. Ja, kenne ich. Bin auch rumgejoggt und rumgegangen und... Ja, ich habe mich ziemlich sicher nicht so viel bewegt die letzten 2 Jahre. Noch mal ganz kurz aufs Handy. Ist hier nicht irgendwo auch das... Was ist das denn? Ui, Fahrstuhl. Geh noch richtig. Ich könnte halt höchstens noch mal mich noch mal deutlich leiser schrauben. Dann sind halt einige andere Leute deutlich viel zu laut. Okay, mit dem Fahrrad unterwegs. Macht ja auch voll Sinn irgendwie. Eigentlich, ja. Ich meine, sieht ja nur doof aus. Ist hier eigentlich Helmpflicht? Ich glaube nicht bei Fahrrädern. Also das kommt mir nicht in die Tüte. Aber wenn du Motorrad fährst oder sowas, dann wahrscheinlich schon. Ich denke mal, darauf werden sie achten. Naja, das muss auch. Wenn du nur so eine Müsli-Schüssel trägst, aber irgendwas muss ich, glaube ich, auf dem Kopf haben. Gibt ja so ein paar Staaten, da muss man nicht. Aber
Das wäre mir, das Risiko ist mir zu groß. Ah, wenn du was am Kopf hast, das macht keinen Spaß. Nee. Fällt dir was drauf? Bam, Schädelbruch, bist du Gemüse. Richtig. Gerade mit dem Motorrad, da muss hier nur so ein dämlicher Autofahrer von hinten reinfahren, schon. Bist du weg. Ja, yep. Oder im schlimmsten Fall eben Gemüse, ne? Und wer sorgt ja, dann für dich? Ja. Keiner. Der Krankenversicherung hier nicht. Kann ich höchstens zu Mama zurück. Ganz ehrlich, wenn man Gemüse isst, dann auch lieber einen Stecker ziehen und tschüss. Da sagst du was, Amen, Bruder. Nur nochmal so eine Verfügung holen, dass die das hier auch machen. Muss man sowas ja haben hier? Nicht mal, oder? Sonst lassen sie sich doch die ganze Zeit am Schlauch. Ja, auf keinen Fall. Wenn du keine Versicherung hast, auch? Das weiß ich nicht. Können sie dich ja gleich ausknipsen. Stell dir vor, wachst du auf, 3 Jahre Koma. Hier, bitte, ihre Rechnung. Ah, dann so... Millionen... da kommst du nicht mit aus. So ein Monat im Krankenhaus, das sind schon, keine Ahnung, $300.000 oder so? Ich weiß es nicht. Selbst wenn du versichert bist, ganz oft ist es auch so, dass du so einen Eigenanteil zahlen musst, oder? Kein Plan. Wenn ich ehrlich bin, bin ich nicht versichert und ich kann mich eigentlich auch nicht erinnern, jemals versichert gewesen zu sein. Okay. Selten im Krankenhaus gewesen, oder wie? Naja, man geht dann eher so zum Doc des Vertrauens. Ah, okay. Das kommt einem auch meistens billiger. Das sind dann Familienfreunde. Ah, okay. Obwohl, hier kenne ich ja keinen. War das schön in Irland. Gebrochene Nase, gebrochene Arm, gehst eben ins Krankenhaus. Ja, meine Nase ist auch schief. Einmal habe ich einen drauf bekommen, aber dann habe ich es mir auch selber eingerenkt. Hat dann auch wieder halbwegs geklappt. Ist ja auch nicht zum Arzt. Das habe ich mir nicht getraut, da ist sie dann schief geworden. Ich habe einfach mal beide Hände dann so in die Nase, einmal links, einmal rechts, einmal hat geknackt und irgendwie sah es dann wieder ganz passabel aus. Ja, weiß ich nicht. Das ist nicht so meins. Ich denke auch nicht, dass es chirurgisch richtig war, aber ja, damit wollte ich nichts ins Krankenhaus. Hallo, Kitiara. Hype, hype, danke. Jo, richtig, Moment. Hm? Ja, ich glaube, eine noch weiter, dann müssen wir abbiegen. Wir suchen gerade eine Gelegenheit. Also wir wollen gerade zu Dean nach Hause, damit ich da pennen kann, damit ich nicht schon wieder Kohle für ein Hotel ausgeben muss. Oh, da drüben ist ein ATM, aber ich denke, da wird auf dem Weg noch... Ah ja, gestimmt, beim Alice ist ja auch noch einer. Genau, das ist ja direkt davor. Eine clevere Geschäftsidee. Geldautomat direkt am Pub. Lass dich nicht damit rausreden, dass du zu wenig Kohle hast. Obwohl, lass mich mal kurz zumindest 20 abheben. Moment. Ja, klar. So, alles klar. So, dann gleich links und dann... Sollte da, glaube ich, das MD sein. Der Pillbox. Du warst schon beim Erste-Hilfe-Kurs? Ich? Nee. Ich kaufe mir keinen. Ich mache keinen Führerschein. Achso, okay. Also, noch nicht. Das brauche ich gar nicht anfangen. Andere Prioritäten. Ich brauche erstmal eine Wohnung. Ah, okay. Und einen Hut. Du musst mal zusehen, dass du die Kette in Geld verwandelst. Ah, scheiße. Weißt du, was mir gerade einfällt? Ha? Da war mir im Hotel, da... Oh, da war mein Jackett. Oh nein. Da, jetzt habe ich wirklich nur noch die Hose und die Schuhe. Ehrlich, dass man nicht mal seinen Kleiderschrank eben rausräumen darf.
Naja, so ist das halt, ne, wenn du Vermieter bist. Ja. Irgendwie musst du deine Kohle ja wieder reinkriegen. Ja, kann er versuchen, das zu verkaufen. Ein Jackett, zwei Bikinis, ich glaube, damit kommt er nicht weit. Naja, das war schon Modefummel da. Ja? Für die Damen. Das war schon jetzt so nicht schlecht. Der Nächste wird sich freuen. Hatte ich Glück. Der Vormieter hat mir ein komplettes Sportoutfit da gelassen. Ja, machst du denn Sport? So ein bisschen joggen. Muss von der Stadt sehen. Mehr auch nicht. Bisschen fit halt muss man sie ja schon. Besonders wenn ich dann wirklich mal bei der Security anfangen sollte. Ja, spätestens dann. Ne? Dann musst du Sport machen. Ja. Aber Taxifahrer wäre jetzt ja auch nicht schlecht. Ja, das ist halt so das langfristige Ziel. Ja. Wenn ich den Führerschein so in den nächsten paar Wochen machen sollte, dann könnte ich das vielleicht mal in Angriff nehmen. Ja, dann könnte ich ja immer direkt dich anrufen. Ja. Dann bestimmt auch einen Freundschaftsrabatt. Das wollte ich hören. Ich habe auch schon gesehen, die haben hier so schwarze Taxen. Das wäre was für mich. Aber sag mal, Dean, wollen wir für den Rest des Weges nicht ein Taxi nehmen? Diesmal, ich gebe aus. Ah, okay. Das ist echt ein bisschen viel Gelatsche. Ich ruf mal eben an, warte mal. So viel dürfte es auch nicht mehr kosten. Nee. Warte mal, Alice nimmt schon nicht mehr? Was? Dann nehmen wir Downtown. Schönen guten Abend, Tommy von Downtown Cab, Taxi und Limousine Service. Wie kann ich helfen? Ja, guten Abend. Ich bräuchte mal ein Taxi beim MD, beim Pillbox Hospital. Alles klar, bin ich gleich da. Gut, danke. Bis gleich, tschüss. Tschö. Ja, alles klar, lass mal rübergehen. Ja, alles klar. Sollen wir mal einen Zebrastreifen oder sowas hinmachen? Ja, ist schon. Tagsüber sollte man hier nicht rüberlatschen. Wahrscheinlich nicht. So, mal gucken, wie lange der braucht. Aber wir wissen ja jetzt, wo die sind. Also kann es nicht so lange brauchen. Merkwürdig, dass das andere Taxiunternehmen nicht mehr dran geht. Nee, das Handy sagt jetzt oben auch durchgestrichen und manchmal kann man einfach bestimmte Leute nicht erreichen. Das Netz ist irgendwie ziemlich komisch. Ich muss mal einen anderen Anbieter haben. Ah, stimmt. Manchmal ist das hier echt in einer Großstadt echt merkwürdig. Hm. Ah, ich glaube, da ist er. Moin! Hi! Cool, dass es schnell ging. Ja, selbstverständlich. Wir wollen einmal Richtung Ellie's. Ja, steigen Sie erstmal ein. Alles klar. Abend. Ja. Abend, so. Also einmal zum Ellie's. Ja, das ist, glaube ich, die beste, ja. Wenn du uns da absetzt, passt das. Ansonsten, ich kann auch woanders hinfahren. Wenn Sie wollen, kann ich auch direkt bis zur Haustür fahren. Wie heißt Starlight? Macht Ihnen das was? Starlight? Jetzt auf Anhieb nicht, nein. Aber ich kann die Markierung aus dem Navi rausnehmen, dann können Sie das selber eingeben, wenn Sie wollen. Machen wir doch mal. Oh, bitteschön. Eigentlich direkt da um die Ecke. So, da. Ach, eine Straße. Ach, da. Ja, mein Gott. Ja, 5 Meter mehr kann ich sie auch. Das wird auch nicht mal teurer. Ja, zu Fuß ist das doch schon eine ganz schöne Ecke. Ja, besonders wenn man die Fußwege nehmen muss. Man kann ja nicht einfach über die Straße rennen. Stimmt. Das wäre schlecht und könnte auch schlecht enden, wenn man einfach so über die Straße rennt. Ja. Hier ist ja doch noch einiges los jetzt. Ja.
Wobei ich gerade auch schon die ersten wieder zurückfahren durfte. Ah. So. Jawohl, klasse. Dann 13 Dollar macht das bitte für beide zusammen. Yep. Dean, steig da schon mal aus. Alles klar. 13, warte, ich kurz mal in den Hut gucken. Yep, da ist noch was. Bitteschön. Vielen lieben Dank. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Gleichfalls, tschüss. Bis dann, ciao. So, dann haben wir es geschafft. Da ging doch ein bisschen schneller. Ja, besser als Gelatsche. Das macht den Kohl auch nicht mehr fett. Das stimmt. Wow, wer hat denn hier geparkt? Ah, ich hatte auch hier jemanden gesehen, der ist einfach mit so einem kleinen Auto, so eine kleine Knutschkugel, direkt bis hier in den Hof gefahren. Ja, warum auch nicht? Die Leute sind echt bescheuert. Na, da fährst du keinen Pool, ne? Ja, na, die Pfütze da, also... Füße kannst du reinhalten. Ja, aber guck mal, da hast du direkt hier vor der Tür noch ein Sofa. Das ist ja auch cool. Ja. Ich schließ mal auf. Mach mal. So, ist offen. So, schließ mal besser ab. Richtig. Kannst es dir auf dem Sofa gemütlich machen und wenn du morgen rausgehst, kannst du dir auch noch eben was aus dem Kühlschrank nehmen. Das ist lieb von dir. Die Dusche darf ich auch benutzen? Das Badezimmer ist einfach da. Da drüben, ja. Ne? Ja, alles klar. Genau. Cool. Dann nimmst du mir nicht übel. Ich werde mich für gleich mal direkt hinfläzen. Ja, das mache ich auch. Auf jeden Fall mächtig nett von dir, dass ich hier pennen darf. Ja, kein Problem. Hat echt Spaß gemacht. Und ich auch. Genau, falls wir uns morgen nicht mehr sehen, klingel durch, schreib mir eine Nachricht oder so. Ich hab noch ein bisschen was um die Ohren, aber wir sehen uns auf jeden Fall. Ja, ich denke auch. Ja, alles klar, machen wir dann so. Super, gute Nacht. Ja, ebenso. Cool. So, aber eben hier. Ah, Schuhe aus. Und das auch und den Hut. So. Ah, ja. Schön, schön. Ja, immer hinlegen. So, erfolgreich durchgeschnorrt. Das war trotzdem wieder ein teurer Abend. Da hast du mindestens 70 Ocken wieder verbraten. Aber ich glaube, ich komme mit Plus raus. Das ist auf jeden Fall cool. Ja, ich wollte mich mal ausziehen. Sieht auch gar nicht so schlecht aus. Ich habe das Behaarteste genommen, was ging, außer Rückenbehaarung. Sehr schön, das hat Spaß gemacht. Wieder wenig passiert, wieder neue Pläne. Aber Slick findet sich jetzt damit ab, dass er erstmal keine Wohnung hat. Ich muss mich jetzt durchschnorren. Ich werde Couchsurfer, so kann man ein bisschen Geld sparen. Ist doch auch eine Idee. Guti, ich mache an der Stelle mal Schluss. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für eure Follows. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht es gut. Bis denn.